Badcast 179 und wir melden uns mal wieder zurück, längst überfällig, mit einem News Roundup. Wir haben so viele Themen, über die wir sprechen müssen, über The Batman, sogar über The Brave and the Bold, über gerüchtete Verfilmungen, aber auch News aus dem Animated-Bereich, Comics und wir hätten sogar noch den ein oder anderen Bat-Pack wieder mit dabei. Das letzte Mal, als wir über News gesprochen haben, das war in der Ausgabe 161, das war Mitte August letzten Jahres, also vor 18 Ausgaben. Und ich meine, ja, klar, wir haben über tagesaktuelle Sachen gesprochen, wie die Trailer, die veröffentlicht wurden. Aber ansonsten haben wir die Zeit auch gut genutzt, auch überfällige Themen zu besprechen. Es hat sich auch so einiges angestaut, über das wir heute sprechen wollen. Und wir, das sind der Henning, guten Abend. Moin. Den Marian haben wir mit an Bord. Hallo. Gerade noch geschafft, der Rico. Hi. Und für uns immer Zeit hat der Gerd. Guten Abend. So, wie gesagt, da hat sich einiges angestaut. Staus und sowas. Das bringt mich gleich zu unserem ersten Thema. Bahnfahren. Wer von euch ist Bahnfahrer? Ich. Ja. Bin doch nicht verrückt. Wenn sich vermeiden lässt. Ja, voll. Auch ich durfte diese Woche zweimal fahren und ihr kennt vielleicht dieses Gefühl auch für die, die nicht Bahn fahren oder zumindest mal auf Anschlüsse haben warten müssen. Dieses Gefühl von, erreiche ich das noch? Schaffe ich das noch? Man geht im Kopf das so durch, ja, das könnte ich hinkriegen. Ah, wenn er ein bisschen schneller fährt, ja, dann schafft man das vielleicht gerade noch, um dann letztendlich irgendwann mal diesen erlösenden Moment zu haben von, das kriege ich nicht mehr hin. Ich muss jetzt wahrscheinlich eine ganze Zeit warten, bis ich ans Ziel komme. Und damit kommen wir zu The Batman und die Verschiebung, die wir da kommuniziert bekommen haben, weil da ging es mir ähnlich, als wir im letzten Jahr ja noch diesen Streik hatten, der Schauspieler, der Autoren, der in Hollywood stattfand und man sich dann immer schon so gedacht hat, es gibt da so einen anvisierten Starttermin, es gibt einen anvisierten Drehtermin und dann denkt man sich so, ah, das kriegt man noch hin, das kriegen wir schon noch hin. Ja, so, wenn man gut vorbereitet ist, wenn man schnell läuft und so weiter, dann kriegt den Anschluss noch und so. Aber dann hieß es, nein, der Film wird verschoben und gar nicht mal so um ein paar Monate oder sowas, sondern gleich um ein ganzes Jahr ins Jahr 2026. Das ist ja doch noch eine ganze Strecke hin, also bis in den Oktober 2026. Rico, was macht das mit dir bei einem Projekt wie The Batman Part 2? Beziehungsweise wir kommen ja schon von einem Projekt, was ich ja auch schon ein paar Mal verschoben hatte, bis es dann endlich auch in den Kinos lief. Ich kenne deinen Schmerz, was das Thema angeht, aber du darfst dem jetzt mal hier freien Lauf lassen. Naja, ich finde es halt deswegen ärgerlich, weil man halt irgendwie das Gefühl hat, so ein bisschen, dass es so arg stiefmütterlich behandelt wird, das ganze Projekt. So, ne? Erst war es, man wollte schnell weg, man wollte schnell nach diesem ganzen Debakel mit Justice League und Ben Affleck, wollte man schnell einen neuen Batman-Film machen und hat dann auch so ein bisschen sich einen guten Regisseur in Matt Reeves gesucht und so. Aber dann hat das sich verzogen. Ich meine, da war auch Corona und so dazwischen. Und so, dann kam das endlich raus und heißt, okay, jetzt kommen 34 Serien, 33 Sequel und Prequels und keine Ahnung was. Und dann uns auch schon länger verfolgt und auch diese ganze Warner Brothers Miserie der letzten 10 Jahre, weiß, dass das halt auch dann immer genauso lang hält von, wie sagt man mal, von 12 Uhr bis Mittag, die Entscheidungen. Und das Gefühl birgt einfach das Ganze. Das kann ganz andere Gründe haben, aber jetzt, wie viele Jahre sind wir zwischen The Batman und The Batman 2? Ja, wenn er dann im Kino kommt, sind es 4 Jahre, ja. 4 Jahre, ja. Jetzt ja. Noch 900 Tage, nee, ich glaube letzte Woche waren es 899 Tage, habe ich gepostet, irgendwo. Und das macht dann irgendwie schon ein bisschen traurig, weil ich trotzdem auch gern mehr von der Welt sehen würde. Und auch der Pinguin-Trailer, der war halt ja durchaus auch hier den Leuten, die vielleicht auch nicht 100% zufrieden waren mit The Batman, auch Spaß dran gemacht. Und dann denkt man will ja mehr sehen, man will mehr in die Welt eintauchen, aber dann muss man 4 Jahre warten und kriegt dann stattdessen allen möglichen anderen Käse irgendwie. Das finde ich persönlich schade. Da seid ihr erinnert, auf The Dark Knight Rises mussten wir auch 4 Jahre warten. Das war damals auch schon unüblich anstelle der, ja, sagen wir mal, gewohnten 3 Jahre, die man auf eine Fortsetzung warten muss. Bei The Batman kommt, glaube ich, noch erschwerend hinzu, dass man so das Gefühl durch die eh schon verspätete The Batman-Ankunft immer irgendwie warten muss, bis sich da was tut. Und man hat ja auch noch diesen Batman, der dann noch lauert in diesem neuen DCU.
der eventuell darauf wartet, dass der The Batman irgendwann durch ist auch. Ja, vor allem, also ist ja auch die eine Serie, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, die eigentlich mal eine The Batman-Serie war, die Arkham Asylum-Serie war es die wird jetzt doch eine DCU-Serie. Oder hat es gar nicht gesagt? Angeblich, ja. Oder verbreite ich hier gerade Fake News? Nö, Aber nö. das heißt, das wirkt halt so alles, ja, okay, wir wollen jetzt nicht den nächsten Regisseur verlieren. Ja, wir haben ja gesehen, dass wir gerade noch Denis Villeneuve halten konnten. Und Matt Reeves ist ja durchaus ein talentierter Regisseur, der super Filme gemacht hat. Wir lassen ihn das noch irgendwie machen, aber weil du auch gerade Nolan meintest, der Unterschied zu Nolan war ja auch noch, dass Nolan ja zwischendrin noch einen eigenen Film gemacht hat, einen anderen. Und Matt Reeves macht jetzt halt erstmal nicht so viel. Und das ist halt auch, glaube ich, eher ein Verlust für die Welt als eine Bereicherung. Der macht ja nichts dazwischen, oder sehe ich das falsch? Hat er ein Projekt dazwischen, ne? Nö, oder? Und die Nicht, dass ich wüsste. Pinguin-Serie hat auch nicht alle Folgen gedreht. Da war er, glaube ich, nur mit dabei, oder? Produziert, ne? Produziert hat er nur, der hat ja nicht die Folge. Das heißt ja, es ist schon irgendwie schade alles, weil man denkt, da bleibt viel Potenzial liegen für vielleicht weniger gute Sachen. Also, was so geschrieben und gemunkelt wurde, war, dass einerseits das Drehbuch noch nicht in voller Gänze vorliegt und fertig ist, dass sich halt eben das durch den Autorenstreik entsprechend verschoben hat und dass dadurch eben durch den Autorenstreik und den dann geplanten Drehbeginn, der ja eigentlich in diesem Monat im April noch stattfinden sollte, sich dann verschoben hat, aber immer weiter verschoben werden musste, weil Bühnen, also die Stages, auf denen gedreht werden musste, nicht mehr gemietet werden konnten oder nicht mehr zur Verfügung standen. Entsprechend musste man dann so weit ausweichen und auch den Starttermin so weit nach hinten setzen, so dass die Dreharbeiten jetzt erst in einem Jahr im April beginnen sollen, und dann eben der Film dann im Oktober dann in den Kinos läuft 2026. Also das ist so das, was man gehört hat, dass das so der logische oder eher der logistische Grund sei, warum der Film erst so spät startet oder auch so spät in die Produktion geht. Ich werde Warner anschreiben, sie sollen den Starttermin bitte Ende November 2026 setzen, weil dann können wir meinen 60. Geburtstag feiern, wenn wir The Batman 2 gucken. Das machen die bestimmt. 4 Jahre ist jetzt an und für sich nicht so die Welt, aber mal so gleich mal außerhalb des Batman-Pools gedacht. Kennt ihr so Fortsetzungen, die einfach zu spät kommen? Aber er sagt, das kriegt nicht mehr das Momentum, da ist irgendwie schon, ist es schon rum ums Eck. Begrenzen wir es auf direkte Fortsetzung? Also nicht jetzt sowas wie Matrix 4, der da nochmal, keine Ahnung, wann, was weiß ich, wie viele Jahre nachgeschoben wird und denkst, okay, das Ding jetzt lieber ru ruhen lassen. Also nehmen wir, weil ich dann, da finden wir, glaube ich, viele Beispiele. Gladiator 2. Ja, genau, okay, Ja. gut. Das weißt du aber noch nicht, würde Rico jetzt sagen. Du weißt, das weißt du noch nicht. Das ist noch nicht Ja, da, der ich habe jetzt Film. Napoleon von Ridley gesehen. Ich bin mir ziemlich Ja, sicher. das weißt du trotzdem Das nicht. stimmt, ich weiß es Das nicht. weißt du Ja. nicht. Blade Runner vielleicht? Ja. Blade Runner hat ewig gebraucht. Also, Es ging aber nicht mehr ewig brauchen. Es ging jetzt um das Thema, die zu spät kamen, weil das Ding dann eigentlich durch war. Oder darum ja, geht's ja, ging es ja, das, Bernd. Also das das. würde ich bei Blade Runner jetzt so nicht unterschreiben. Nee. Dafür Ja. haben sie das zu viel abgefeiert, ja. Ja. Nee, es war ja auch komplett eigenständig. Und wie gesagt, ist ja was ganz anderes. Das ist eine direkte Fortsetzung, die zu spät gekommen ist. Ja, im Prinzip, ja. Avatar, oder? Avatar, würde ich sagen, Way of the Water, der war eigentlich, wie viele Jahre ist der angekündigt gewesen? Auch schon 10 oder so Ich glaube, ähnlich, ne? James Cameron hat es genauso gemacht, wie er es wollte. Naja, es kam schon später, als angekündigt war, Ja. aber auch hier hätten wir dieses Blade Runner-Ding, ob das Momentum nur schlecht war, Ja, da. geschadet hat es anscheinend nicht, was den Erfolg angeht, Ne. das stimmt. Ne, das stimmt. Und ich dachte noch Ja. so an Terminator 3, dass das einer war, den man nach Terminator 2 zumindest erwartet hatte und es dann ewig gebraucht hat, bis der dann auch mal es in die Umsetzung geschafft hat, zwar nicht mehr mit Cameron und so weiter, aber als direkte Fortsetzung dann auch recht spät kam. Ja. Pinsel aus Zamunda? Ja! Ja! Den hätte man gar nicht Aber fortsetzen. Den hätte man eigentlich genau, gar nicht nee, genau, fortsetzen dürfen. Auch nicht ein Jahr richtig. später, aber schon gar nicht mit dem Abstand auf jeden Da Fall. kommt ja jetzt Ja. das nächste, Beverly Hills sofort in Cop 4 wird vier, wahrscheinlich ne? das. Aber das weißt du nicht. Ich muss jetzt Das weiß fairerweise, ich dann haben wir genau es fairerweise wieder, sagen, ja. das weißt du nicht. Aber haben wir auch ein paar also so positive Beispiele vielleicht auch, wo das halt dann auch, wo man gedacht hat, es wird nichts und ist dann doch ziemlich geil geworden. Da wäre zum Beispiel auch wieder Avatar, also geil, zumindest Box Office. Oder halt Mad Max. Mad Oh Max war ja. ja auch Ja. irgendwie, weiß ich, keine Ahnung, wie viele Jahrzehnte dazwischen. Und da Ah. hat ja jeder, war ja eigentlich, den fand ja eigentlich jeder gut.
Das war so einmal, wo man sich vereinigt hat und gesagt, das ist eigentlich ein ganz geiler Film. In Anführungsstrichen, wenn man es jetzt ein bisschen Franchise betrachtet, das war auch damals Casino Royale mit Daniel Craig. Da hatten auch eigentlich alle schon prognostiziert, dass die Bond-Reihe am Ende ist. Und wie dann Casino Royale rauskam, ist sie halt wieder durch die Decke gegangen, zumindest mit dem Film. Ne? Top Gun Maverick. Ja, genau. Ja. Also das war so ein Ding, wo ich eigentlich gedacht hätte, okay, das ist eigentlich das Ding ist tot. Also ich hätte auch nicht vorher gedacht, dass das ein Riesenerfolg wird, aber da haben sie, glaube ich, lang genug gewartet. Vielleicht muss man das sagen. Wenn der, glaube ich, 10 Jahre vorher gekommen wäre, wäre der, glaube ich, untergegangen. Aber der hat genau in das Zeitfenster, wo der gekommen ist, hat der genau reingepasst mit der Nostalgie, die der bedient hat. Ja. Und ich glaube, das ist halt eine Sache von Timing auch, ne? Ich glaube, du kannst zu lange warten oder du wartest halt lang genug. Ja. Was ist denn mit Planet of the Apes 2? Nee, hieß es so? Ja. Der war nicht so lange Von. auseinander, 3 Jahre war der. Du Doch, redest okay. von der neuen Trilogie, ne? Genau, weil ich 11, kann mich noch 14, erinnern, dass ich den. 11, 14 und 17 sind die gekommen. Also, die waren nicht Ah, so doch, mega krass. lange auseinander. Ja. Aber der neue, der jetzt kommt, oder? Da kommt doch jetzt ein, Ja, noch der ist einer. der, ja. Ist schon ein bisschen Ja, länger her, könnte dass so da der sein. Vorgänger Aber, lief. ja. Was, ja, doch, Aber da ist vielleicht. auch Inverse quasi viel Zeit vergangen. Ja, da ist Inverse, aber da ist auch das Interessante, ist auch Oh. dieser vierte angekündigt worden, ist der immer schon mal zwischendurch, aber ich glaube, da hat es auch einfach Querellen wegen dem Drehbuch gegeben, weil man ja dann auch so ein bisschen die alten Filme weiter rekonstruieren wollte und das hat sich dann ewig verschoben. Dann kam ja auch, was für alles letztes Jahr, Autorenstreik, Darstellerstreik, da passierte dann auch sehr viel. Das passiert ja im Moment, glaube ich, sehr vielen Produktionen, was ja auch dieses Bühnenproblem im Moment betrifft. Ne? Also einfach, dass er sich so viel nach hinten rausschiebt und wahrscheinlich unter Umständen Sequels kommen, die halt viel früher geplant waren, die jetzt halt dann später kommen, im Ich Prinzip. habe noch zur vorigen Kategorie 2. Tron und Tron Legacy. Also das hat ja auch Ja. ewig gedauert. Und das andere war, fuck, das darfst du noch mal kurz machen, das zweite habe ich gerade schon vergessen. Superman Returns. Oh ja. Wie weit sind denn die Patenteile eigentlich auseinander, wenn man mal den Paten 2 und den Der dritten annimmt? dritte, dann, da könnte man sagen, okay, der ist, glaube ich, tatsächlich, der müsste 16 Jahre oder so nach dem zweiten gekommen sein. Ich glaube, der Ja. erste ist 72, der zweite ist 74 und dann, glaube ich, der dritte ist 90, 89 oder 90. Also die lagen schon sehr weit auseinander. Der dritte ist ja quasi so nachgeschoben. Was ist denn mit den Scream-Dingern? Da ist zum Beispiel so, dass ich mir gerne die neueren angeguckt hätte, aber da müsste ich mir jetzt irgendwie die ersten nochmal angucken und da weiß ich jetzt schon, dass ich das nicht schön finde. Ja, aber die haben immer versucht, sich auch neu zu erfinden und immer dem jeweiligen Jahrzehnt anzupassen. Ja, das macht schon Spaß. Aber ich Aber hatte ja. schon viel vergessen, jetzt muss ich mir die nochmal angucken. Das Ja, das war mein Problem, warum ich die noch nicht geguckt habe. Ich wollte erst mit Roxy nochmal gucken, aber Ja. wir haben den ersten angefangen, sind daheim schon eingeschlafen, weil das so schlimm war irgendwie. Das war auch, ich hatte angefangen, da steht die Neve Campbell drin, sieht aus wie 30 und dann wird sie, dann ist sie so, ach Mensch, nee, hier spielt die so eine 12, so eine 14-Jährige und ich kriege irgendwie, nee, ich denke, das ist irgendwie nicht mehr zeitgemäß. Aber Independence Day fällt ja. mir gerade noch ein. Ja, richtig. Der ist ja auch, also ich meine, Schlecht, ist zu lange gewartet und schlecht. ja. Ja, okay. Ja. Aber das ist ja so ein Thema, wo du halt sagst, also die Frage, die sich ja stellt, ist, dann eher gibt es dieses zu lang Warten denn eigentlich? Also wir haben jetzt halt Filme gehabt. Ich glaube, es hängt dann am Ende dann trotzdem an der Qualität der Filme, oder? Also wenn Ja. jetzt der zweite Independence Day ein guter Film gewesen wäre, dann wäre der wahrscheinlich auch irgendwie gelaufen, ne? So, weil das ist ja jetzt kein Thema, wo du, also vom Inhalt her ist es ja keine Thematik, wo du denkst, naja, also 10 Jahre zu spät, hätten sie direkt ansetzen sollen. Also wisst ihr, was ich meine? Die Frage ist ja tatsächlich, was ist denn das Kriterium bei zu lange gewartet? Also das ist ja dann vor allem, wenn die Filme nicht gut sind. Also das wäre ja eher ein Beispiel, wenn du wirklich einen guten Film hättest, eine Fortsetzung, die wirklich gut ist, man dann aber sagen, die ist trotzdem nicht gelaufen, weil sie einfach zu lange gewartet haben und das Momentum quasi des Vorgängers nicht mitnehmen konnten. Kann Ja. man das nicht immer über jedes Ghostbuster, über jede Ghostbuster-Fortsetzung so ein bisschen sagen? Ja, bei Aliens war es doch dann so, oder? Als dann Prometheus kam, hieß es da nicht, dass da viele schon das schon gar nicht mehr angucken wollten, weil das zu lange auseinander war? Aber die Filme sind halt auch streitbar gewesen ja, ist ja die Frage Ja. auch, liegt es vielleicht auch daran, ne? Das ist natürlich wieder, was ist Henne, was ist Ja, Ei? Gibt es halt schwierig. ja auch Vorbehalte, wenn man sagt, das ist jetzt so lange her, ne? Wobei ich das jetzt mal, vor allem professionellen Kritikern würde ich das jetzt nicht unterstellen, dass die werden schon eher den Film bewerten, als jetzt, wie lange liegt jetzt irgendwas dazwischen. Ja. Aber weiß jetzt auch nicht. Und dann nochmal, ist es jetzt ein Prequel, etc., ne? Wo man dann wieder sagen kann, ja gut, dann ist es jetzt auch keine direkte Fortsetzung.
Ja. Ja, es ist schwierig. Also bei dem einen oder Ja. anderen, weil du eben Ghostbusters gesagt hast, Rico, da kann es halt auch sein, dass einem einfach die Zielgruppe irgendwann wegbricht, weil das Ja. nicht mehr die sind, die den Film erfolgreich genug machen, um ihn dann noch weiter fortzusetzen. Oder man sich zu sehr drauf verlässt, dass man die alte Zielgruppe anspricht, die, das hat man bei The Flash, glaube ich, auch mal kurz gesagt, vielleicht dann nicht mehr, dass es nicht mehr so zündet, dass man Michael Keaton als Batman bringt und sowas, dass es nicht mehr ein Zugpferd ist, auf das man sich verlassen kann oder könnte. Und dann der Film halt weitaus mehr machen müsste an Qualität Ja. bringen müsste, um die Wenn dann Masse der zu Film nur gut überzeugen. wäre, Wenn ja. der Film nur Ja, gut genau. wäre. Ja. Aber siehst du das, weil du, weil bei gerade auf der Batman bezogen, weil du dieses Beispiel vorhin gebracht hast, dann habe ich mit der Bahn habe ich vorhin gedacht, ich bin mal in Japan Bahn gefahren. Das ist ein ganz anderes Erlebnis so. Und dann ist mir aber eingefallen, der Flug nach Japan war so, dass ich in ein Flugzeug eingestiegen bin, wo es vorher hieß, da sind Vögel in die na, so ins Triebwerk reingeflogen. Also ich saß in diesem Flugzeug drin. Eine Stunde und war immerhin wieder diese Hoffnung, also wir mussten in eine andere Stadt und von dort nach Tokio. Dann saß ich da drin und dachte, das wird schon noch, das wird schon noch, das wird schon noch, das wird schon noch. Während meine Frau hatte schon aufgegeben und hat gesagt, wir müssen uns jetzt einen Plan machen, was wir danach machen. Und ich, nein, das wird schon noch, das wird schon noch. Bis ich dann so gemerkt habe, ach nee, das wird nichts mehr. Und dann mussten wir wieder aussteigen und dann ist Folgendes passiert. Dieses Flugzeug stand da, es ist nie abgehoben. Ich warte auf dass mein Koffer wieder zurückkommt und es ist kein Koffer da. Und dann ist es in Berlin und dann sagt er mir im Berliner Charme, ich sage, hier, mein Koffer ist noch nicht da. Ich kann noch rausholen, was auch drin ist. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das Flugzeug hat sich da nicht be bewegt. Und dann sagt er, ich kann noch rausholen, was auch drin ist. So. Und dann war das ist eine ganz schlimme Sache, irgendwie nach Japan zu kommen und den Koffer irgendwie wieder zu bekommen. Fakt ist, und das ist mir mit The Batman genauso gegangen, mit diesem ständigen Gefühl von, ja, jetzt wird's was, jetzt wird's wieder nichts, na, vielleicht ja doch noch, dann vielleicht. Und dann kommen die ganzen Katastrophengedanken, wo wir uns ja auch immer gegenseitig sehr gut unterstützen, dass es ganz schlimm wird, dass man nämlich denkt, nee, das nimmt der Gunn noch raus. Der Gunn wird jetzt sagen, ich will keinen zweiten Batman neben mir. Da ist jetzt hier, ja. Henning schüttelt schon mit dem Kopf, auch zu Recht. Aber das sind so die Sachen, die gehen mir dann durch den Kopf. Dann schreibt es auch irgendeiner von euch. Ich glaube, ach ja, Gerd war das. Gerd hat, du warst es, oder? Ja, Du hast ja wieder Gerd vom war's. Weltuntergang gekündet. Und dann sitze ich so da und fange an zu zweifeln. Und denke, ja, eigentlich hat er recht. Wahrscheinlich wird es der Gunn so machen. Dann denke ich, das macht der Gunn nicht. Und dann denke ich, das machen die mit Matt Reeves nicht. Aber dann hatten wir es bei The Pinguin, dass es vielleicht ja so wird. Vielleicht wird es tatsächlich nur ein Triple quasi mit der Serie zusammen oder so. Und dann kriegst du halt diesen Trailer für The Pinguin. Und denkst irgendwie, ach Mensch, ich will eigentlich wieder in diese Welt und es dauert einfach zu lange. Aber vielleicht, ich meine, heutzutage sind wir auch ungeduldiger, ne? Gibt es Studien zu? Vielleicht ist das eher das Problem. Aber trotzdem fühlt sich absurd an, 900 Tage auf irgendwas zu warten. Ja, weil man weiß, dass 900 Tage sind, 4 Jahre klingt viel weniger. Ja, vor allem, wenn du dann noch berücksichtigst, das Streik in Hollywood etc. pp. Also das hat ja Ja. auch Gründe, ne? Ich meine, dann ist mir lieber, die schieben das und machen es geil, als dass dann unter Zeitdruck da irgendwelcher Scheiß produziert wird, ne? Weil am Ende irgendwie zig Leute unter Zeitdruck standen. Also dann mach lieber das vernünftig fertig. Ich glaube, das ist aber auch dieses Bewusste, weil man es halt weiß und man halt darauf hinfiebert. Also ich weiß noch so in den 90ern, weißt du, da kam Lethal Weapon ins Kino, habe ich mich total gefreut, aber bin ich so weiter, ne? Und plötzlich, ich glaube, 2 Jahre später, ne? Oh, Lethal Weapon 2 ist im Kino, wo man überhaupt nicht drüber nachgedacht hatte, weil man sich dann also nicht Oh, verfolgt schön. hat und hat sich dann einfach darüber gefreut, dass diese Fortsetzung kam. Und heute ist man halt einfach, ja, in dieser Warteposition. Das hat man mit The Batman. Ich habe das halt. Henning wahrscheinlich auch seit Jahren darauf, dass wir auf eine vernünftige Superman-Verfilmung warten, dass man es dann ein bisschen anders sieht, dass man dann dieses Zeitgefühl halt einfach anders, dass man es anders wahrnimmt. So meine ich das. Also, Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, wir sind da auch einfach konditioniert durch einfach, wie ja. normalerweise Franchises funktionieren. Also, ne, und ich glaube insbesondere, dass du dann halt im Superhelden-Genre in den letzten Jahren auch einfach so eine Überproduktion an Content hattest. Also durch auch noch Serien, du musst ja nie lange auf Ja, irgendwas warten. Also es ist ja. ja immer das Ja. nächste Ding, ist ja immer irgendwie da, was das zumindest, und wenn es nur lose den Faden aufgreift. Ne, das Universum, gerade wenn wir über Marvel sprechen, dann hast du praktisch jedes Jahr drei Sachen, die rauskommen, die irgendwie das Universum ein Stück weit erweitern. Da mag es einem schon fast so ein bisschen anachronistisch vorkommen, dass man jetzt sagen muss, oh, ich muss jetzt auf 4 Jahre auf eine Fortsetzung warten, Ja, was und ja. wahrscheinlich nicht ungewöhnlich ist, wenn man sich jetzt tatsächlich mal Filmreihen anguckt, die jetzt nicht irgendwie noch durch weitere
ne, neben Exakt. Filme, Figuren weitergeführt werden, ist wahrscheinlich 4 Jahre für eine Fortsetzung, wenn es jetzt nicht gerade Filme sind, die back-to-back gedreht worden sind, jetzt gar nicht so ungewöhnlich. Ne? Ja. Ja. Es kommt, Und glaube ich, Pinguin erschwerend kommt ja auch noch hinzu. dazwischen. Ja, genau, das Es stimmt. kommt, glaube ich, noch erschwerend hinzu, dass wir ja, dass das mittendrin jetzt passiert ist. Ne? Man war ja schon so weit, man hatte ja schon einen Drehstart und jetzt heißt es aber dann, nee, jetzt müssen wir wieder den Counter auf Null setzen, um die Tage zu zählen, bis wir bei dem Filmstart sind, der sich dann eben um ein ganzes Jahr verschiebt. Übrigens, der kürzeste Abstand zwischen Batman-Filmen war dann 1995 zu 97 und da startete dann Batman und Robin. Ja? Wir kriegen aber dieses Jahr den Pinguin als Serie. Darüber haben wir schon gesprochen. Wir haben den Trailer schön zerpflückt und sind da rein, beziehungsweise die Trailer, die wir da zu Gesicht bekommen haben. Nur eine Stimme dazu haben wir noch nicht gehört. Henning, hast du die Chance gehabt, dir zumindest den letzten Trailer anzugucken, den es zur Serie gab, und hast du für dich so ein Resümee? Ja, habe ich gesehen, ihr habt den ja schön auch auseinander analysiert, deswegen halte ich mich da an der Stelle kurz. Das gefällt mir auf jeden Fall alles, was ich da sehe. Ich bin gespannt, wie das insgesamt erzählt wird, aber jetzt klar, als Liebhaber irgendwie von Sopranos, Mafia-Filmen, dem ganzen Genre, genauso sieht das aus. Das hat Ernsthaftigkeit, das sieht auch einfach, das ist gut gefilmt. Klar, ist jetzt mal jetzt noch nicht viel gesehen, ne? Man weiß jetzt auch noch nicht so viel über den Inhalt. Aber da mache ich mir ehrlich gesagt, nach dem, was ich bislang gesehen habe, mache ich mir keine Sorgen, dass das nicht eine entsprechende Qualität haben wird. Das fühlt sich irgendwie nach HBO an und ich glaube, das, ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Also ja, ist, ne, ist jetzt nicht, ist Max, ist klar, aber das ist, ich meine, das sieht halt auch wie eine hochwertige Produktion einfach aus. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf und bin schon gespannt. Und hoffe aber auch, dass das hierzulande vernünftig verfügbar sein wird, wenn es denn kommt. Also, ja. Gab es etwas an dem Trailer, was dir nicht gefallen hat? Ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, ich jetzt sagen, es hat mir jetzt nicht gefallen. Wenn dann war es so, dann, also wenn dann war es so marginal, dass ich jetzt spontan nicht mal drauf komme. Und ihr wisst ja auch, ich bin da auch immer vorsichtig, denn bei so Trailern, wo ich sage, ich sehe da halt einen Ausschnitt von einer Sekunde, da hänge ich mich jetzt nicht dran auf. Dann ich zerpflück das dann, wenn es komplett da ist. Also Sehr es war gut. ein Trailer, wo ich sage, ja, das, ich fand auch den Trailer an sich, der war gut aufgebaut. Ne, ich mochte das alles. Colin Farrell passt auch da gut rein. Der wird das schon, die werden da schon abliefern. Ich glaube einfach, da sitzen auch genug Leute dran, die einen entsprechenden Anspruch haben an das, was sie da tun. Und ich glaube auch, dass Farrell jemand ist, der ja schon. Man kann jetzt von einigen Sachen, die er gemacht hat, glaube ich, halten, was man möchte. Jetzt insbesondere Anfang der 2000er, aber der danach ja auch immer wieder sehr Ey, viel produziert. wenn Bitte? du Probleme mit SWAT hast, Freund, das ist der beste Nee, Film, ich habe der je gerade eher gemacht an wurde. Daredevil und sowas gedacht. Ah, okay, ich habe an Genau. SWAT gedacht. Na, weiß ich nicht. Das würde ich vielleicht eher so als Guilty Pleasure noch laufen lassen. Damit kann man sicherlich auch Spaß haben. Aber ich meine damit, der hat ja schon durchaus, der guckt ja schon durchaus nach den Stoffen, die er sich pickt. Das meine ich, ne? Der hat ja schon noch eine ganz interessante Filmografie. Und ich glaube schon, dass der hier auch darauf geachtet hat, irgendwie, was das wird und wer da dran sitzt. Von daher, ich bin da total optimistisch, dass das gut wird. Und freue mich da auch drauf. Und ich finde, dass der Look tatsächlich auch zu dem Reeves, Universum passt. Das finde ich ganz schön, dass das tatsächlich sowas ist, wie dass es gut zu dem Filmlook auch passt. Ja, von daher, ich glaube, das wird ein gutes Ding. Was ja auch in Arbeit ist, was die Batman-Filme angeht, oder einen Batman-Film angeht, ist Batman the Brave and the Bold. Über den haben wir noch nicht so viel gehört. Man hat jetzt hier und da das ein oder andere Gerücht vernommen. Da hieß es zum Beispiel, dass wir einen Drehbuchautoren zumindest in den Verhandlungen hätten, und zwar John Logan. Da haben wir vorher auch drüber gesprochen. Ich glaube, das war der Autor des ersten Gladiator-Films. Immer noch merkwürdig, dass es davon einen zweiten Film geben soll. Aber ja, das war der Autor des ersten Gladiator-Films und der war mal gerüchtet oder wurde gemeldet. Aber jetzt korrigiert mich, hat nicht James Gunn gesagt, dass das gar nicht der Fall war? Dass das raus ist, dieses Gerücht? Hat das jemand im Kopf? Kann Ich mich da an Point meine, Blank erinnern. dass es diesen Namen überhaupt gar nicht gab im ganzen Verhandlungszirkus, sage ich jetzt mal. Aber was dann sich so ein bisschen aufgebauscht hat, und das ist eigentlich es ist eine Newsmeldung, die keine ist, das muss man dazu sagen. Spoiler, es soll halt eben nicht so sein. Es gab dann auf einmal die Meldung, Muschietti wäre raus aus Batman, The Brave and the Bold.
Das wäre gerade so am Munkeln. Man würde noch warten wollen, bis man damit rausgeht. Ich muss auch dazu sagen, ich hätte es auch glauben können. Wir erinnern uns, Mugiaro wurde damals verkündet als der Regisseur von Batman, The Brave and the Bold, als The Flash gestartet ist. Und man nimmt das ja gerne mal als so ein Vehikel, um einen Film auch nochmal zu pushen, also in dem Fall The Flash, um zu sagen, wir stehen hinter dem Regisseur, und der macht auch noch das nächste Projekt, soweit geht unser Vertrauen. Das können wir auch von Joss Whedon, der ja Batgirl machen sollte, dafür, dass er dann Justice League übernommen hatte seinerzeit. Das Gerücht wiederum wurde dann später korrigiert, auch wenn nicht offiziell, aber da wurde eine andere Quelle angezapft, die da näher dran sein soll, und Muschietti wäre da weiterhin der Regisseur. Könnt ihr euch vorstellen, dass Muschietti bleibt oder geht? Also wie ich es gerade eben geschildert habe, könnt ihr euch vorstellen, dass man da doch noch mal einen Wechsel in der Position vornimmt? Das ist reine Spekulation natürlich. Ja. Ich kann mir natürlich beides vorstellen. Ich habe nur mal im Forum gelesen, dass der Grund wohl, warum man ihn, oder ein Grund sein kann, warum man ihn genommen hat, ist, dass der Fokus halt auf, nicht auf Batman, sondern eher auf Damien liegt, auch so ein bisschen. Und er scheinbar ganz gut mit Kinderschauspielern und Kinder kann durch S und das so ein bisschen die Bewerbung dafür sein sollte. Weil der erste S da so ein bisschen herkommt. Das könnte ich mir schon vorstellen, aber eigentlich hat er ja jegliche, also nachdem wir The Flash ja alle geguckt haben, hat er eigentlich keine Qualifikation, nochmal Batman inszenieren zu dürfen. Ja. Aber ja. Also ich könnte mir vorstellen, Ja. dass da schon mehr dahinter liegt, und wenn man ihm vielleicht auch Aufgaben gibt, der erste S-Film, da hat ja, da wurde ja, da hat er auch, glaube ich, wenig Mitspracherecht, hat er auch, glaube ich, viel übernommen von seinem Vorgänger, und was, wie lange das Projekt dann auch schon in diesem Produktionszirkus war. Ich hoffe, dass er nicht so viel selber entscheiden darf und dass viel Gunn entscheidet und ihm Gunn das Drehbuch am besten auch noch schreibt und alle Ideen von Gunn kommen. Und dann kann ich damit leben, wenn da viel von Muschietti kommt, dann habe ich da jetzt schon Bauchschmerzen, weil ich ehrlich gesagt richtig Bock auf noch einen Batman, also auf den gut funktionierenden Justice League Batman habe oder DCU Batman habe. Nach wie vor. Da geht es mir ganz ähnlich. Also, das ist auch kein Geheimnis, dass ich da mit Rico auf einer Wellenlänge bin. Und am liebsten einen Hashtag starten würde. Aber offiziell ist das noch. Ich hatte an irgend so einer Online-Diskussion mal teilgenommen, wo einer so aufführte die Punkte, warum es schlau wäre, wenn Gunn quasi Brave and the Bold machen würde. Und da habe ich gesagt, ja, aber es ist ja jetzt halt ein anderer. Und da wurde ich nochmal daran erinnert, dass James Gunn, der ja durchaus sozialmedial ja immer mal so ein paar Sachen streut und so, über ein Jahr lang überhaupt nicht mehr Andy Muschietti oder Muschietti überhaupt nicht mehr erwähnt hat und dass der ja mittlerweile auch mehrere Verträge mit Skydance unterschrieben hat. Das ist ja die Firma, die möglicherweise Paramount aufkauft. Und dass es da halt die Möglichkeit gibt, dass man dann einfach sagt, ja, hat jetzt andere Projekte, dies, das. Und das ist so, ich sag's tatsächlich, es ist meine Hoffnung. Offiziell ist es aber eben noch Muschiadi. Und dann müssen wir sehen, was kommt. Und dann hoffe ich, es läuft eben in diese Es ist halt für ein Marionettenrichtung. funktionierendes DCU ist halt Superman genauso wichtig wie Batman. Ja, Das sind voll. für mich die zwei wichtigsten Figuren, also nicht nur, weil wir jetzt den Batman-Podcast machen, aber für mich sind so die zwei Kernfiguren, und auch du brauchst auch, wenn du so ein Universum aufbaust, glaube ich, zwei Protagonisten, die auch vielleicht ein bisschen gegensätzlich sind, und da eignen die beiden sich halt gut. Das hat ja auch bekannterweise bei Marvel ganz gut funktioniert mit Captain America und Iron Man. Und es muss halt jetzt keine Kopie davon sein, aber zumindest so, dass du halt, du brauchst halt so irgendwo, wenn du sowas zusammen eine große Geschichte erzählen willst, was James Gunn ja noch will und hat auch mit Gods and Monsters ja auch benannt hat, da musst du halt dann, da müssen die beiden Kernfiguren müssen halt stehen, weil das sind halt auch die, die halt alles andere ziehen, wenn es funktioniert. Und dann, ja, weiß ich nicht. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, James Gunn hat halt auch, als er noch bei Marvel war, viel hinten mit rumgewerkelt, und der wäre eigentlich mal der Space Guy gewesen, also der, wo alles, was außerhalb der Erde betrifft, wäre eigentlich mal James Gunns Department gewesen, und der hat da auch schon dort viel übersehen. Vielleicht kriegt das ja hin, da dann auch noch, dort, also ja, er muss einfach dann viel Mitspracherecht haben, dann bin ich okay damit. Ansonsten das, was Maria noch gesagt hat. Sonst noch Meinungen dazu? Genau. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Muschietti als Produzent bleibt und dass sich dann was im Vordergrund ändert. Wenn wir schon bei Ändern sind, wir haben ja den Start von Superman Legacy
mitbekommen, also den Drehstart. Und damit einherging ja auch eine Titeländerung von Superman Legacy zu einfach nur Superman, was ich großartig finde. Ich glaube, es gab halt schon lange auch keinen Superman-Film Noch nie. im Titel letztendlich. Also so. Naja. Könnt ihr euch vorstellen, Batman, The Brave and the Bold, bekommt auch einen eher reduzierten Titel? Meinst du nicht, Rico? Du schüttelst mit dem Kopf. Ich glaube, der reine Batman-Titel bleibt dem Reeves-Universum, außer die kicken den noch. Und Brave and the Bold ist so ein bisschen der Kompromiss, den du fürs DCU halt hast. Könnte ich mir vorstellen. Dass der vielleicht kriegt er noch eine Batman-Tagline davor, weil irgendwann ein schlauer Marketing-Fuchs sagt, dass es Batman The Brave and the Bold heißt. Aber ich glaube, dass das so bleibt, um das halt klar zu trennen. The Batman und Brave and the Bold. Und bis dann Reeves, dann fährt, dann muss halt Reeves schnell die zwei Filme machen oder vielleicht den einen noch. Und dann wird dann der nächste The Batman and Robin heißen oder so. Aber die Frage war jetzt nicht, ob der Film The Batman heißt, sondern ob der Film gegebenenfalls eine Titeländerung kriegen könnte, oder? Genau. Also zum aktuellen Zeitpunkt, korrigiert mich, heißt der Film Batman, The Brave and the Bold. Nicht nur Brave and the Bold. Ne? Brave and the Bold, ja. Also bis Ja. jetzt ist nie von Batman im Titel kommuniziert worden, sondern es ist halt Brave and the Bold kommuniziert worden als Film mit der Bat-Family, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das heißt, The Also, Brave and the Bold heißt, es gibt auch ja. den Screenshot. Da steht nur The Brave and the Bold, glaube ich. Also ziemlich sicher. Ja, genau. Da steht nur The Brave and the Bold. Ja, also ich bin davon ausgegangen, muss ich dazu sagen, jetzt nachdem ich ja auch schon ein paar News dazu geschrieben habe, dass wir ständig von Batman The Brave and the Bold gesprochen haben, weil es ja dazu auch die Zeichentrickserie gibt mit diesem Titel Wir hatten. wahrscheinlich und eine sehr langlebige Batman The Brave and the Bold Comicreihe. Aber. Und natürlich Batman mit dabei ist, dass es da eben auch Batman im Titel mit drin hat. Wenn du dich an unsere Diskussion erinnerst, bevor James Gunn das announced hat, aber wir schon die Titel hatten, da würdest du uns zuhören, würdest du wissen, dass Marian da schon gesagt hat, dass Brave and the Bold nicht Batman-exklusiv ist. Dass es da auch andere War, Figuren es hatte. dann später wurde. Da gab es ein Streitgespräch und dann haben wir Ja, herausgefunden, genau. okay, so ab Ausgabe 137 oder so war dann nur noch Batman dabei. Genau. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das bringen, ohne dass Batman im Titel auftaucht. Ich Ja, kann mir das glaube nicht ich auch. vorstellen, dass der Film nur The Brave and the Bold heißen wird. Da bin ich mir relativ sicher, dass das nicht passieren wird. Es wird letztendlich, ist es ein Working Title für mich einfach. Der Ja, ist also, exakt. das ist einfach vor allen Dingen, das ist auch mit dieser ganzen Regiefrage und so weiter, die haben. Also ich glaube, es war ja eine Meldung von ein paar Monaten, wo Gunn mal geschrieben hat, dass man noch meilenweit von einem Drehbuch, geschweige denn in der Story entfernt ist. Also, dass er das so weit nach hinten schieben. Das ist für mich ein reiner Working-Titel und da muss ich Henning zumindest recht geben. Wenn es dann irgendwann soweit ist fürs Kino, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass Batman nicht im Titel vorkommt. Also, das wird Marketingtechnik überhaupt keinen Sinn machen, das also den rauszulassen. Naja, bei The Dark Knight hat man das auch gedacht, dass man da keinen Batman davor setzt, ne? Ja, aber das ist ein anderes Thema. Also ich glaube, das ja, das ist, also ich verstehe den Punkt schon. Ich glaube, da hinkt für mich aber der Vergleich insofern, als dass, ne, da Nolan auch schon entsprechend, da waren genug Sachen dabei, die ließen sich von alleine vermarkten. Und The Dark Knight ist auch noch was anderes. Das ist, glaube ich, durchaus Leuten auch noch mal geläufiger als jetzt irgendwie The Brave and the Bold. Also das ist als Titel so ein bisschen, ja, weiß ich jetzt nicht. Also das ist jetzt, glaube, da haben zu viele Leute nicht als erste Assoziation Batman mit. Also deswegen glaube ich, kann ich mir nicht vorstellen, dass das hinterher als Filmtitel steht. Die Frage ist halt, was machst du, wenn du die beiden Batman-Filme hast, so die beiden Franchise, sage ich mal, weil alle guten Alternativnamen für Batman halt schon vergeben sind. Batman und Robin zum Beispiel. Batman Robin kannst du nicht machen? Warum Ja. nicht? Naja. Ja. Naja. Obwohl, Ja, ja, schwierig. gut, das würde uns alte Naja, Leute das halt, wollte ich kurz das sagen, würden das wir kannst du alten schon Leute machen geholt, halt, ne? stimmt, hast recht. Also ich würde es auch wahrscheinlich, Batman Robin wäre für mich auch die logische, besser als Ah, Brave and the Bold, so, ne? ja. Aber auch Auch die da. Serie, ne, das ist auch eine gute Serie, Comicserie gewesen, also jetzt mal so. Ja. Ne? Wie realistisch ist es, dass beide Filme gleichzeitig starten im gleichen Jahr? Das frage ich mich auch die ganze Zeit. Das wird so werden. Das wird Nee, kommen. nein, jetzt mal ganz ehrlich, wenn verschoben wird, The Batman, weil man keine Bühnen hat, Gunn aber zumindest für Superman alles schon noch buchen konnte und die im Moment, was man so liest, alle Produktionen dieses Problem haben werden und ich mal davon ausgehe, dass The Brave and the Bold auch VFX-lastig sein wird, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die jetzt das irgendwie noch dazwischen schieben und drehen.
Obwohl man bis jetzt noch nicht mal ein Drehbuch hat, laut ganz Aussage. Bis jetzt ist ja noch keine neue Meldung gekommen, dass der dann auch 2026 kommt. Also da würde ich mir sagen, da glaube ich nicht dran. Also ich glaube eher, dass der danach kommt. Also nur mal kurz noch als kleinen Einschub, diese, also das natürlich ist dieses geleakte Bild von den Sachen, wo es darum ging, welche Filme nach kommen. Das fängt mit Creature Commando an, der Timeline, also wenn es ein Timeline ist, dann Superman. Die zwei Sachen sind schon fertig. Dann kommt Authority und Waller. Ja, und dann ist schon Brave and the Bold und Booster Gold sind schon die zwei nächsten Sachen. Ja, weil wir haben ja noch, das Ding ist ja noch, ich meine, wir haben nicht mal ein fertiges Skript haben, ne? Also letzten Endes Ja, ist das ja, klar. ich meine, das ist ein Projektpitch, wo ich sage, hey, das ist die Vision, die ich einem Studio pitche. Und ich glaube, wir müssen nicht vergessen, das sind Kreativprozesse, ne? Deswegen kommt dann auch so eine Titeländerung von einem Superman-Film plötzlich, wenn man sich denkt, irgendwann, ja, okay, für das, was es jetzt vielleicht dann doch wird oder was es jetzt werden soll, passt der Titel nicht. Ursprünglich hat man vielleicht eine andere Idee gehabt, ne? Dann wird das in dem Prozess, nimmt man dann die eine oder andere Abzweigung, die man vorher so nicht gesehen hat. Ähnlich kann ich mir das bei The Brave and the Bold auch vorstellen. Mal gucken, was das überhaupt wird am Ende, ne? Ich glaube, da müssen wir wirklich abwarten. Ja, na gut. Also ich gehe mit, was die Wette angeht, bezüglich, dass der Titel geändert wird. Und ja, Batman und Robin, klingt angenehm zum Batman, Differenzieren. Robin, The Brave and the Bold, Dawn of Titans. Dawn of the Dynamic Duo. Dawn of the Dawn of Dynamic, the Dynamic, Teen Dawn of the Titans. Titans. Dawn of the Titans. Earlier first. Oh. Schöner Übergang zu den Titans. Ja, ein Teen Titans-Film soll für das DCU genauso geplant sein. Das berichtet zumindest der Hollywood Reporter und sagt zumindest, dass Anna Nogueira, die Drehbuchautorin der kommenden Supergirl Woman of Tomorrow-Verfilmung, auch die Aufgabe bekommen hat, ein Drehbuch für diese Junior JLA zu schreiben. Also die Teen Titans, zu der es ja noch bis vor kurzem eine TV-Serie gab, die dann auch ihr Ende finden musste. Das gehört ja tatsächlich dann auch mit zu einem DCU-Plan, dass man diese Serie zum Ende bringt. Ja, Teen Titans, und da haben wir ja auch eigentlich eine Robin-Connection. Also baut sich da, wenn das denn stimmt, und ich meine, es ist der Hollywood Reporter, da wird wohl schon was dran sein, kann man da schon so eine Connection sehen, eben zu unserem neu getauften Batman und Robin und eben einem Teen Titans-Film. Ich hätte ja schon ein bisschen Lust, muss ich sagen. Also mag die Titans eigentlich. Und ich finde, dass man da schon cool was machen kann. Vor allem hast du dann natürlich das Problem, was man ja vielleicht auch jetzt bei der Konkurrenz sieht, wenn du schon das Team of Tomorrow quasi mit langsam aufbaust, mit den Teen Titans und deine Justice League halt irgendwie in Stellung bringst, da kann man schon gute Sachen mitmachen, wenn's gut durchdacht und ausgeschustert ist. Ich frage mich nur, ob Ray Fisher als Cyborg zurückkommt. Ich denke, das kann man ziemlich eindeutig beantworten. Ich meine, Hamada ist auch nicht mehr da. Ne? Also von daher, die Tür ist offen. Also ich bin auch, ich bin über die Jahre ein großer Titans-Fan geworden, und als es dann bei Panini alles rauskam, so, hat es mir sehr gefallen. Und hier besteht halt die Chance, tatsächlich sollte das so etabliert werden im Brave and the Bold-Film, wenn das in der Reihenfolge ist. Hier besteht halt die Chance, nicht nur Damian bei den Titans zu haben, sondern vorher eben auch einen Nightwing. So, oder dass der Nightwing quasi den Damian dann mit reinholt und sagt, hier, guck mal, das sind sie jetzt. Und ich kann mir gut vorstellen, vor allem weil sie auch Supergirl schreibt, dass die dann vielleicht auch Teil der Titans sein kann. Das ist schon, da geht schon Statt viel. Superboy halt, ne? Ja, warum nicht? Aber da gibt schon viel Potenzial, was man daraus machen kann, finde ich. Das ist schon coole Sachen. Also, ja, Und bei den warum nicht? Titans hast du dann, du kannst ja von den Titans dann ja wieder ganz viel wegnehmen. Wenn du da Raven mit drin hast, hast du plötzlich die Magie im DC-Universum. Da kannst du dann eine Dark JL ab, JL, ja, Justice League quasi Dark. davon wegnehmen oder Satana oder sonst irgendwas. Aber, ja. Ja, und ich frage mich halt, also das Ding ist halt dadurch, dass wir auch nicht einen Batman jetzt von Stunde Null kriegen, dann haben wir bei Reeves, sondern so einen Batman, der schon auch den einen oder anderen Robin hatte. Das heißt, dann wird es die Titans halt auch schon geben. Und das haben die Ja. zum Beispiel in dem Animated-Universum gemacht. Und das fand ich gar nicht so schlecht. Das fand ich eigentlich sogar ganz gut, dass es da schon ein paar Sachen gab. Dass auch, ich meine, ob man den Titans-Turm mit so baut, wie er gebaut ist, auf so ein großes T irgendwo, wo steht der? Steht der in Gotham City? Nee, da steht nicht. Wo steht denn der? Ja, nee, Der der steht Titans-Turm. in San Francisco, oder? Ist es so? Ach du, immer mit deinen Fragen, die irgendwo herkommen plötzlich. Ich dachte, was ich mache.
Also normalerweise hätte ich jetzt eine 3-Minuten-Antwort von Gerd erhofft, aber egal, auf jeden Also Fall. ich weiß nicht, ob Gerd ein Titans-Fan ist. Die jungen Giganten, Gerd, hieß das früher. Oh ja, schön. Ich sag mal so, bis auf diese unsägliche Serie, die du so gut fandest am Ja. Anfang, mag ich die eigentlich. Also in den Comics mochte ich die und auch die Animated. Nur diesen ADHS Teen Titans Film. Der hat zwar seine Momente, aber der war mir dann doch zu anstrengend. Bloodhaven steht der Nee, es ist Teil. San Francisco. San Francisco steht er. Auf DC Wikipedia steht Bloodhaven. Im normalen hier auch. Das ist ja seltsam. Da muss er früher mal da gestanden haben. San Francisco Bay. San Francisco, sage ich dazu. Ist Bloodhaven nicht San Francisco? San Francisco. Frisco. Frisco. San Francisco. San Francisco. Kommt dieses San Francisco nicht aus dieser Realserie? Also da aus dieser letzten, nee, da haben die das Apartment, ne, irgendwo in San Francisco in der ersten Staffel oder der zweiten Aus der Staffel. Serie stammt das vielleicht mit Bloodhaven, oder? Ich weiß es nicht. Naja, ich Naja. gehe jetzt erstmal einen Latte Macchiato trinken, Freunde. So, also. Titans, das wird super. Henning, bist du ein Titans-Fan? Nee. Also ich habe auch von den Titans noch nie viel gelesen. Ich habe tatsächlich mal, war kurz, schon zweimal kurz davor, mir diesen Band von den George Paris Sachen zu kaufen, ne? Weil das ja so der Klassiker dazu ist, aber da ich mich bisher noch nicht durchringen können. Und die Serie habe ich angefangen, ich glaube, ich habe zwei Folgen ausgehalten, das fand ich furchtbar schlecht. Ich finde es ein bisschen schlimm, dass du die Titans nicht so magst, obwohl Duella Dent ja lange Mitglied war. Ja, das stimmt. Das wäre auch der, aber das ist ja auch die ist ja auch der einzige Grund, warum ich das kaufen Absolut. will. Und ich muss sagen, bei George Paris ist vor allem das Einzige, was mich daran reizt, ist, dass ich den Zeichenstil mag. Und dass ich halt, habe ich ja schon mal gesagt, ich habe ja durchaus eine gar nicht so kleine Schwäche für dieses klassische Robin-Outfit. Das trägt er da ja noch, ne? Also, das ist ja das Ja. klassische Outfit aus den 80ern oder, also das klassische Outfit, wie es in den 80ern dann ausgesehen hat, als Jason Todd und sowas Ja. auch getragen hat. Und da noch Dick Grayson auch. Ja, ich mag das voll, aber ich habe jetzt in der Titans-Lore bin ich so gar nicht drin, ehrlich gesagt. Ja. Ich hätte eine kurze Frage zu dem alten Kostüm. Diese Unterhose, aus welchem Material sind die? Die sieht doch so komisch aus, immer wenn die gezeichnet ist, als wären da so Schuppen drauf. Weißt du, was ich meine? Ah. Ist nicht immer das Zirkuskostüm einfach, was er trägt? Ja. Dachte ich auch. Sorry, wenn du kurze Hose einfach, oder? So eine Und Strumpfhosen hat er manchmal an drunter oder Strumpfhosen, so? ja, aber Strumpfhosen hat er, glaube ich, in den Comics, glaube ich, nicht, oder? Das ist aber, Das ist aus der das ist aus der 66er 66, Serie? das ist aus der Ah. 66er Hat er nicht Serie, so genau. Elfenschuhe auch immer an? Ja, Ja, Elfenschuhe, auf jeden Fall. das Das haben sie ist jetzt so, aber wie auch oft die versucht. runterrutschen würden beim Kämpfen. Das Das haben ist nicht jetzt so aber Robin auch. Hood Anleihen oder so Peter Pan Ja, Anleihen, weiß mit nicht. Sicherheit, Ja, ja. ja. Aber Aber diese die ist jetzt. Schuppen, das hatte ich mich auch schon mal gefragt. Mich erinnert das immer an diese Badekappen, an diese Gummibadekappen mit dem Blümchen drauf, die es so in den Ja. 70ern gab, so Anfang der 80er. Dachte ich immer, dass das so Aber. in diese Richtung geht oder dass das, keine Ahnung, auch so aus dem Robin Hood-Ritter-mäßigen kommt, dass das irgendwie was. Aber wenn es aus dem Zirkus ist, wären es Pailletten. Ah. Oh Oder Gott. halt durch Robin Hood ist eine Kettenunterhose. Kettenunterhose. Ich glaube, das mit den Pailletten könnte sogar die Lösung sein, weil es ja als Zirkuskostüm auch tatsächlich so gedacht war ursprünglich, ne? Also, dass es tatsächlich daher kommt. Die haben jetzt ein bisschen eingecoolt, ne? So Ja. eingeedged. Das Kostüm sitzt ein schwarzer, so ein zugeknöpftes Ding hat jetzt irgendwie Ding an, ne? Damian Wayne. Das, Oder mit du so einem meinst das Kragen. grau-rote? Ich Ja, glaube, das hat genau. er wieder, ich glaube, das hat er wieder zurückgetauscht. Echt? Mittlerweile. Ja. Das Beste ist eh das von Tim Drake. Fertig. Ja, okay, das kann man so finden. Ist halt auch einfach ein schönes Kostüm, muss man einfach sagen. Also, Ja. 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 Und kann ja beides wahr sein. Mit oder Robin hat. ohne Hoodie dann? Ah, den Hoodie mag ich schon, ja. Jetzt mal angenommen, die würden sich jetzt so einen Dinosaurieranzug anziehen. Ja? Also würde man jetzt Superman als einen Dinosaurier darstellen oder Batman als einen Dinosaurier und dann würden die zusammenarbeiten und man würde das Ganze dann irgendwie Jurassic League nennen. Und das als Comic rausbringen und das dann auch noch als eine Verfilmung planen. Was kommt dabei raus, Marian? Kann nicht schief gehen. Das Das klingt doch wie ein weißt du absolutes nicht. Nerd. Klingt doch wie ein absolutes Nerdfest. Leider weiß ich es doch, dass es doch schief geht. Ach, gibt's den Film schon? Na, Gibt's nee, den aber Film schon? es gibt den Comic dazu schon. Und Und das dass du den gerade nicht auch. gelesen hast, ist eigentlich schon traurig. Dass ihn aber vor allem Bernd, das ist mir vorhin erst eingefallen, nicht gelesen hat, das ist viel trauriger.
Das ist wirklich Den habe ich traurig, dir weil doch das zeigt, wie geschickt, wenig oder? Zeit ich habe. Ich habe tatsächlich den Band von Marian mal zugeschickt bekommen, dass ich mir den auch endlich mal durchlesen soll. Nein, ich habe bislang, obwohl er mir über meinem Bett schwebend platziert ist, noch nicht lesen können. Wie so vieles. Nur mal fragen für Dummies, sind es einfach Dinosaurier, die sich wie Justice League anziehen? Oder ist die Justice League so wie bei dem Super Mario-Film, dass sie auf einmal also die Vorfahren, dass sie sich irgendwie in Echsen verwandelt haben? Nee, ist eher das Erste. Okay. Es ist eine Elseworld, wo quasi Dinosaurier zu sprechende Dinosaurier Ah, dann wie die zu Dinos. ja, nur eben in ein bisschen archaischer, würde ich es mal Aber ist es sagen. cool oder ist es nicht cool? Ich möchte kurz das letzte Wort aus meiner Review damals vorlesen. Schade. Schade. Sagt sehr viel aus. Es ist wirklich, es ist von jemandem, den ich eigentlich sehr mag. Das ist von Daniel Warren Johnson. Und Juan Gedoan zeichnet, oder ist dann, ja, der zeichnet dann auch mit. Und zwischendrin ist dann auch, das würde auch Henning sehr hassen, also da besonders, da gibt es dann einen Artwork-Wechsel, da erkennst du manche, da weißt du ja gar nicht mehr, ist es jetzt irgendwie, wer ist das? Also was, erkennst du das nicht richtig? Und die Story wird dann so belanglos, also so eine Story darf dumm sein einfach. Aber ne, wenn so alles, was so nerdig ist, wenn das das berührt, da kann man ja da über viele Sachen hinweggucken. Aber die wird dann so richtig, es wird richtig langweilig. Und das darf bei sowas einfach nicht passieren. Da kommen wir nachher nochmal drauf zurück, vielleicht. Ja, genau. Wo es besser gemacht ist. Ja. Also für die, die sich es nicht vorstellen können, Batman bzw. Batwalker, wie er in dem Comic heißt, das ist ein Allosaurus. Ein Superman, der dann hier Super Saw genannt wird, ist ein Brachiosaurus. Und Wonder Woman, kurz Wonderdon, ist ein Triceratops. Ich bin mir sicher, dass wenn wir uns 10 Minuten uns hinsetzen, dass wir da auf coolere Namen und coolere Kombinationen kommen, als dass die Leute da gekommen sind. Also allein wie dumm Superman da aussieht, da habe ich schon keinen Bock mehr drauf. Sorry. Oh. Die erste Ausgabe habe ich aus verschiedenen Gründen mehrfach gelesen und das macht auch richtig Spaß, tatsächlich. Zweite Ausgabe auch noch und dann verließen sie ihn. Ja. Sieht aus wie ein Turtle, Superman. Ohne Und sein darüber nichts. Bandana. Ja, aber das ist ein gutes Stichwort. Nämlich der Film, der soll eben auch vom Minions-Autor, beziehungsweise auch dem, der auch Storylines für die Teenage Mutant Ninja Turtles Comic-Reihe von IDW geschrieben hat, Brian Lynch, der soll den schreiben, den Film, der ein Animationsfilm werden soll. Ne, wahrscheinlich dann auch im Stil, ich sage jetzt nicht im Stil der Minions, aber ne, so in dem, ja, wie man halt jetzt eben Animationsfilme da draußen in den Kinos sieht. Und das Ganze ist dann auch noch produziert von James Gunn und Peter Safran. Und es wird wohl einen anderen Titel geben, weil man Verwechslungen mit dem Jurassic Park Franchise befürchtet. Zumindest meint das hier Jeff Snyder, der darüber in seinem Blog exklusiv berichtet hat. Sonst hat man das, glaube ich, nirgends gelesen bislang. Sau dumm, das erstmal den Namen zu ändern, weil das eigentlich die Jurassic Park Filme sind alle sehr erfolgreich. Aber wird es ein richtiger, so ein richtiger, oder wird es so ein Superpets. irgendwie so und Ja, die. ich denk auch an Superpets irgendwie. Aber das ist ja auch wieder so halb teuer nur. Wenn die schon so eine, wenn schon so ein zugekokster Produzent sowas durchwinkt, dann sollte es wenigstens auch all in gehen und da richtig viel Kohle reinstecken oder es halt Ach lassen. so, das weiß ja niemand. Was es kostet, weiß ja niemand. Nee, aber Das ach, wusste also niemand. das heißt, es ist schon als richtiger Kino-Release geplant, nicht als so Direct-to-DVD wie die letzten Sachen alles. Weiß keiner. Okay, dann. Also die Superpets waren ja auch im Kino letztendlich, aber mehr Infos als die ich jetzt gerade genannt habe, gibt es da auch nicht. Okay, alles klar. Gut. Obwohl der Autor lässt mich hoffen. Tatsächlich. Ich hatte mich jetzt, glaube ich, erst im Discord mit einem drüber unterhalten. Diese Bad Wheels zum Beispiel, die sind mega enttäuschend. Ja. Wenn man das schon umsetzt, dann macht doch eine Serie draus. Gewöhnt doch endlich mal die Kinder an die DC-Figuren. Das macht mich wahnsinnig. Und ich meine kleine Kinder, man muss sie früh abholen. Vor allem hast du ja schon ein Beispiel, wie das funktioniert mit Cars. Du hast ja schon die Blaupause da, wie das auszusehen hat, wie das funktionieren kann. Das sieht ja kacke aus und ist, glaube ich, wahrscheinlich auch nicht an. Bei Batwheels hast du am Anfang Batman, Robin, Batgirl drin. Das ist tausendmal spannender als alles, was danach mit Autos kommt. Das kannst du so nicht machen. So, dann musst du es halt mit Batman, Batgirl und Robin machen So. und mit den Schurken. Das ist voll dumm. Und wenn, dann machst du hier halt mit Dinos und mach eine Serie und die hat, was weiß ich, 10 Folgen und dann läuft die auf,
Schieß mich tot und dann funktioniert der Laden. Ich weiß nicht, diese Spider-Man-Serie für Kinder, die kennt jeder. Jeder im Kindergarten. Und das verstehe ich einfach nicht. Aufregend. Ach ja, dann würde ich mal sagen, bleiben wir doch im Animated-Bereich und kommen zu den Animated News, die sich da die letzten Monate angesammelt haben, beziehungsweise urplötzlich aufgeploppt sind, und zwar bei Netflix, dass da aus dem Nichts heraus die allererste Staffel der Justice League, ich weiß gar nicht, heißt sie Justice League Animated Series, bin mir da mit dem Titel gar nicht so sicher, aber Justice League aus dem Jahr, was war das, 2000, erstmals in deutscher Synchro einfach mal so nach 20 Jahren erschienen ist. Zumindest die ersten 26 Folgen. Und neu synchronisiert wurde von Netflix. Wer hat reingeguckt? Wer hat reingehört? Ich muss es zugeben, ich habe es gemacht. Ich auch. Hab dann auf Englisch weitergeguckt. Lässt auf eine gewisse Qualität schließen, Na, würde ich jetzt nicht Henning. unbedingt Das sagen. stimmt gar nicht so Nee, das ganz. würde ich auch Ja. nicht sagen. Die Synchro ist wirklich okay. Also ich glaube, dass die ist jetzt nicht, das ist jetzt keine schlechte Synchro. Klar, sie mussten manche Sprecher natürlich anders besetzen. Und finde jetzt insbesondere bei Batman haben sie jetzt nicht die beste Wahl Ja, getroffen. das Also stimmt. er Ja. spricht, ich habe jetzt gerade den Namen nicht parat, der ihn Achim spricht, aber Buch. Achim wie bitte? Buch. Achim Achim Buch, Buch. ja. Ich finde so ein bisschen, er trifft irgendwie so den. Also klar, ich erwarte jetzt nicht, dass das jetzt wie Eberhard Haag klingt, so. Das darf man jetzt, glaube ich, auch nicht erwarten. Aber ich finde, er spricht den so, dass der Charakter, dass so die Persönlichkeit und der Charakter des Animated Batman irgendwie nicht richtig durchkommt. Also er wirkt so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, klingt ein bisschen zu cool irgendwie und zu so ein Ja. bisschen aufgedreht. Also das passt zu der ganzen Figur in dem Augenblick auch nicht wirklich und zu dem, wie die da auch also irgendwie agiert. Passt nicht. Also ich fand es, ja. Das war so ein bisschen, das ist für mich auf jeden Fall der Wermutstropfen der Synchro. Was natürlich jetzt trotzdem cool ist, dass nach all den Jahren die Serie jetzt überhaupt mal in synchronisierter Form folgt. Das ist natürlich super, gar keine Ja. Frage, brauchen wir nicht drüber reden. Deswegen ist das Jammern auf hohem Niveau. Ich glaube, das kommt auch, oder das hängt auch jetzt, wie sehr man sich daran stört, hängt sicherlich auch davon ab, wie sehr hat man quasi Eberhard Haar auf dem Animated Batman im Kopf. Das ist der Und Sprecher, habe ich gerade gegoogelt, von hier Wong aus den Doctor Strange-Filmen. Sein Sidekick quasi. Ja, er Der klingt spricht auf jetzt jeden Fall. Batman. Also, ja, okay. Ja, der klingt ein bisschen zu dynamisch. Das Ja, genau. so wie es Henning gesagt hat, genau. Und John Stewart klingt zu alt. So, um es mal so, weiß jetzt nicht, ob das ja, schlecht ist. Ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich hatte die Staffel schon auf Englisch angefangen, weil ich die mir irgendwann mal auf Prime geholt hatte. Und habe dann auf Deutsch so weitergeguckt und so als Second Screen ist das in Ordnung. Irgendwann, man gewöhnt sich so ein bisschen dran und weiß dann, welche Stimme das so ist. Und da kann man halt nebenbei noch was machen. Oder macht halt irgendwas. Ja, aber ich habe jetzt ich hatte nicht mehr viele Folgen und habe jetzt mit der zweiten Staffel nochmal auf Englisch angefangen. Und dann ist es so, wie es bei Henning, wo ich so denke, nee, da werde ich nicht mal nochmal zum Deutschen zurückkehren. Aber ich muss auch das sagen, was Henning gesagt hat. Ich habe zuerst gedacht, das ist wie bei dieser Avengers-Serie. Die ist ja furchtbar synchronisiert, die so aus den, weiß gar nicht, aus den 2010er Jahren, wo quasi alle Avenger-Storylines mal durchgeprügelt werden. Die ist aber im Englischen ganz schlecht synchronisiert, im Deutschen auch. Und das habe ich zuerst hier gedacht, das ist auch so, aber es ist nicht so. Es ist eigentlich ganz gut gemacht. Und die Serie ist top. Also über die Ja. Serie brauchen wir nicht reden. Die ist inhaltlich ist die top. Also das ist für eine Animated Series und ich meine, das Ding ist über 20 Jahre alt. Also allein die ersten Folgen sich anzugucken, das lohnt sich auf jeden Fall. Das sind ja auch immer Zweiteiler. Das finde ich auch mega abgefahren. Teilweise Dreiteiler, weil sie sich sehr viel Zeit lassen, auch Geschichten vernünftig zu erzählen. Dadurch fühlt sich das manchmal so an, dass du denkst, okay, so würde das in der Realserie, könntest du es auch nicht besser machen. Also es ist so ein bisschen dieses, was ich manchmal bei Animated Series habe, dass so dadurch, dass du dann so 23 Minuten pro Folge hast, du relativ Inhalt, also ne, schnell erzählen musst oder sehr verknappen musst, hast du hier gar nicht. Sie lassen sich sehr viel Zeit, es werden die Figuren nach und nach zum Teil eingeführt, gute Exposition. Also wirklich, das ist, also vom inhaltlichen Level. Es ist absolut top. Also, das kannst du wirklich nur jedem empfehlen, der den noch nicht gesehen hat. Guckt euch das unbedingt an. Man muss dazu sagen, die Serie konzentriert sich ja auch noch aufs Urteam. Das wurde ja dann später Ja. mit Justice League Unlimited aufgebrochen. Das ist auch Ja. das, was wir dann seinerzeit dann sehen durften in der deutschen Synchro und auch auf dem deutschen Fernsehsender. Auf Kabel 1 lief damals die Erstausstrahlung von Die Liga der Gerechtigkeit.
10? Oder ja, hieß das Liga der Ja, Gerechtigkeit? genau, Genau. ja, Ja, genau, ja, ja, ja. genau. Ja, deswegen, wer sich wundert, warum wir über eine Justice League-Serie sprechen und ihr dachtet, die gab es schon, ja, auch, aber das ist die Serie, die eigentlich erst an dieser Serie anschließt. Und ja, die Mehrteiler sind großartig. Die Charakterentwicklung über die jeweiligen Folgen hinweg. Also es ist großartig geschrieben. Also da haben sie sich richtig, ja, da ausgetobt, was das angeht. Und sind erwachsen geworden, auch im Anschluss eben an die Superman, an die Batman Animated Series. Also ich bin ganz großer Fan, damals Ja. gewesen, immer noch. Und ja, ich hätte auch gern die Zeit, mir das jetzt nochmal auf Deutsch anzugucken. Das wäre jetzt noch toll. Was die deutsche Synchro angeht, der Superman-Sprecher Ingo Albrecht, der ja bis dato dann Superman gesprochen hatte in den Serien, der wurde jetzt identifiziert, wer der neue Sprecher ist. Und das ist Tietje Mierendorf. Den kennt vielleicht noch der ein oder andere als mein großer, dicker, peinlicher Verlobter, falls sich daran jemand an dieses Format erinnern kann. Da ging es damals darum, dass man so tun musste, als wäre der sehr korpulente Darsteller praktisch der künftige Verlobte, und man war da so ein bisschen drauf aus, die Verwandtschaft zu schocken. Und Wer ist das? ja. Ja, okay. Der hat auch mal so eine Comedy-Karriere auch irgendwie versucht, ne? Ich kenne die Serie, kenne ich jetzt nicht, aber der hat da so ein paar andere. War ich nicht auch bei dieser Impro-Serie damals dabei? Schillerstraße, ja. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Ach, genau. Okay. Macht Aber sehr auch viel kennen. Musicals inzwischen, auch Shrek, Mamma Ja, Mia. okay. Ach, hier. Ja. Ja, den kenne ich. Ich wusste nicht, dass er das gesprochen hat, aber ja, genau. Genau, Und der ist jetzt genau. Superman quasi. Der ist jetzt Superman. Vom Ja. dicken, peinlichen Verlobten hin zu Superman. Das ist Gut, natürlich. dann sind wir auch noch groß, ne? Jo. Glaube ich, der ist fast 2 Meter groß. Ja, Klar, dann, kennst du Superman halt, ne? aber egal, wie du das guckst, die Leute, die das noch, die noch bislang vielleicht nicht die Gelegenheit hatten, sich das anzugucken, weil es nicht Unbedingt. verfügbar war, unbedingt anschauen. Das ist eine ganz, ganz klare Sehempfehlung, auf jeden Fall. Und du bist auch direkt hooked. Also der erste Dreiteil Secret Origins, das fängt ja in der ersten Folge direkt an mit Batman und Superman begegnen sich. Das ist unfassbar gut gemacht einfach. Also die sind auch von der Atmosphäre und vom Ganzen. Das ist wirklich, wirklich richtig gut. Ist es vom Kontext her oder von der Fortsetzung dann zu den Animated-Serien von Batman und Superman? Ja. Ja? Ja. Ja. Ja, ach stimmt, da kennen die sich auf einmal einfach schon, ne? Nee, da gibt es doch eine Folge, da gibt es doch einen Dreiteiler, wo die sich kennenlernen, oder? Ja, aber das ist ein Superman. Klar, das ist eine Kontinuität, die folgt den beiden anderen Animated Serien. Ja. Okay, super. Cool. Oh ja. Eine Serie aus längst vergangener Zeit, soll eine Animated Series in hoffentlich naher Zukunft, Caped Crusader Serie, von der wir schon gesagt haben, auf die wartet man, was News angeht, und dass wir da endlich mal auch wissen, wann sie startet. Ich hoffe mal noch dieses Jahr. Das wäre doch sehr dankenswert, wenn wir schon auf Ja. The Batman länger warten müssen und den Pinguin haben. Aber ja, Caped Crusader, Bock drauf. Wir haben nicht drüber berichtet, einfach weil es auch ein bisschen schwierig war, das ja öffentlich zu machen, dass Bilder geleakt wurden aus der Serie. Zumindest, ich sage jetzt mal, wir denken mal, dass es Bilder aus der Serie sind. Es sind Screenshots einer, ich sage jetzt mal, wie nennt man das denn, einer Umfrage oder einer Befragung, einer Testgruppe, die sich die Serie oder zumindest Ausschnitte oder Charakterbilder angucken durfte und die bewerten durfte. Und da haben wir dann Bilder bekommen von einem Clayface, von Harlequin, von Natalie Knight, von, oh Gott, Onomatopoeia. Volker Dottmann. Ja. Sagt mir gar nichts. Eine Kevin Smith-Figur Aha. aus einem großartigen Comic. Detective Renee Montoya, Catwoman, dann Two-Face, den Gentleman Ghost und dann noch, ja, zwei Screenshots, die wohl aus einer Folge direkt stammen, plus wahrscheinlich den Titlescreen. Ah, es sind drei sogar aus der Serie mit einem Alfred, wie zumindest vermutet wird, der ja in seiner Statur ja auch erstmals so auftritt. So, was sagt er denn dazu? Also ich weiß aus unseren Discord-Konversationen, fand das der ein oder andere nicht so toll, was wir gesehen haben, besonders was diese Character Cards angeht. Also wie gesagt, wir haben ja Clayface, Harlequin und so weiter. Meinungen. Wenn es so ausschaut, gucke ich es nicht. Hässlich.
Hässlich. Gerd, fast das hasst es fast so sehr wie Hörspiele. Na, also das ist ja fürs Auge, ist ja grausam, was man da sieht. Ist Naja, das so? das kann man sich auch schlecht gut reden. Es ist schon dieser Bruce Timm-Style, der Ja. eigentlich alles animated hat, was DC die letzten 15 Jahre rausgebracht hat, so ein bisschen. So das meiste. Aber doch irgendwie dann anders und dann so komische Verzweigungen. Ich hoffe, dass es nur Konzeptzeichnungen oder so waren. Und dass man dann nochmal gesagt hat, nee, das können wir so nicht rausbringen. Aber Marian hat, glaube ich, eine sehr interessante Theorie dazu, die er mit uns jetzt gern teilen würde. Also, Freunde, Aluhüte auf. Dadurch, dass ich mit Henning mehrfach diese Writer's Bible der Animated Series gesehen habe, da hast du ja auch Zeichnungen drin von den Figuren, die dann ja durchaus anders aussehen. Und hier ist es jetzt auch so, ja, das sieht Bruce Timmig aus. Auch die Catwoman hat sowas von Brave and the Bold, finde ich. Also nicht nur vom Kostüm her, sondern auch so, wie das Gesicht ist. Ich finde schon, dass man diese Karten, dass die schon anders im Stil sind als dann die Sachen, die angeblich aus der direkten Serie raus sind. Im Stil. Also es sieht anders aus, finde ich. Batman ist wesentlich dynamischer als jetzt zum Beispiel hier Two-Face oder so. Ich kann mir vorstellen, dass es im Großen und Ganzen schon in die Richtung gehen kann, wenn das alles nicht KI erstellt ist. Das ist ja auch alles noch möglich, ne? Ist ja nicht verifiziert. Aber das wäre wahrscheinlich Wunschdenken. Aber so wird es am Ende in der Serie nicht aussehen, glaube ich nicht. Ich muss sagen, den Bruce Timm-Style, den habe ich da drin sofort gesehen. Und ich finde, er ist so ein bisschen eine Mischung aus, ich hätte jetzt nicht gesagt Filmation, aber so Hanna-Barbera aus der Ära, erinnert mich so das eine oder andere Bild, gerade wenn es so um Catwoman oder hier Renee Montoya geht, so dieser vereinfachte Stil. Auch so ein bisschen, wie hieß die Serie nochmal, auch basierend auf einer Figur von Bob Kane mit dem Agenten. Ach, wie hieß der denn? Es ist das so ein bisschen auch die ganz anderen Sachen, auch diese Spider-Man und die Super Friends und so, wenn die alle in die Kamera Ja, lachen, weißt du, so 70er genau, Jahre halt. genau So so. sieht es halt Ja. aus. Also, ich ho hoffe mal, dass das Marian stimmt. Also, gerade Harley Quinn und Two-Face finde ich schrecklich. Cool McCool war übrigens die Serie, die ich meinte. Ah. Ja, und jetzt hast du, guck mal, mach mal zu dem Ja. Bild mit Alfred. Da siehst du schon, dass das anders aussieht. Also, dass es dem Auge mehr schmeichelt, würde ich jetzt mal sagen. Also der sieht cool aus, der Omno Volumnata Poya. Der sieht cool aus. Das würde ich sehr schwer finden, den in der Serie zu haben. Das finde ich sehr interessant, weil der macht quasi, der spricht nicht, der macht alle Geräusche, die man sonst so hat im Comic. Typische Kevin Smith-Figur. Die macht er, also wenn der jemanden schlägt, dann sagt der Knuff oder so, ne? Oder wenn der irgendwo hinfällt, dann macht er so Bonk, so, ne? Und da stelle ich mir schon schwierig vor. Kannst du erklären, wer diese Figur ist? Also, wie gesagt, Kevin Smith hat den erfunden. Das ist ein Gegner. Und da geht's, das ist eine Story von, der Joker, dann lässt sich auch ein Bart wachsen. Also, das ist so eine ganz, aber ich komme leider gerade nicht auf den Namen. Und da wird dieser Charakter das erste Mal mit eingeführt. Und das ist irgendwie voll schräg, aber der ist auch super gefährlich. Also, der ist ganz schön kampferprobt. Aber der macht halt nebenbei auch immer so diese Geräusche, die gerade eben entstehen so. Das ist also diese Lautmalerei spricht ja quasi aus. Wie man das in eine Serie übersetzen will, das finde ich tatsächlich mal sehr spannend. Okay. Für die, die es ja gerade nicht sehen, der ist eigentlich komplett in Schwarz gehüllt, bis auf eben sein weißes Hemd und schwarze Krawatte und, ne, und er hat eine schwarze Maske auf der dann eine Art Zielscheibe drauf gemalt ist, und ja, noch ein Das Hut. der spricht auch nicht, ne? Oder? Das ist eine Figur, die spricht nicht, oder? Exakt. Nee, genau. Ja, aber der Name ist ja, also Onomatopoesie ist ja tatsächlich, ne? Da geht es ja um die sprachliche Nachahmung von eigentlich außer, ja, wie soll man das sagen, eigentlich von Geräuschen, ne? Also von außersprachlichen Geräuschen, Schallereignissen. Also eigentlich sowas wie Lautnachahmung, so Lautmalerei wäre der bessere Ja, Begriff. So, ja. das ist ja, ne? Ja. Ah, Stelle ich mir Batman den enorm. Kakophonie. Kakophonie, ja, Batman dachte ich mir. Kakophonie. Okay. Den Ah, das, ja, kann okay. ich empfehlen, ja. Und es ist eigentlich ein Green Arrow, da hat er das erste Mal gebracht. Entschuldige, Shining, ich habe dich Nee, unterbrochen. ich bin nur bei dir, dürfte für dieses Noir-Setting eher schwierig sein. Ja. Ja. Uff. Aber Gentleman Ghost passt. Henning, hast du eine Meinung zu den Bildern, die wir hier sehen?
Zur Qualität, zum Style. Ja, kann mich auf jeden Fall, was ihr gesagt habt, anschließen. Also ich finde jetzt diese letzten Bilder, die man sieht, wo Alfred mit dabei ist, würde ich da sagen, das geht in die Richtung, habe ich mir das schon vorgestellt, so habe ich mir das vorgestellt. Das mag ich schon. Da störe ich mich jetzt auch am irgendwie an der Körperfülle von Alfred jetzt nicht. Das gab es ja, da gab es ja auch schon Kommentare dazu. Ich sage, da bin ich voll fein mit. Ja. Da lasse ich mich überraschen. Das ist jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, das gibt es für mich irgendwie alles gar nicht. Ich glaube, das muss man dann auch mal in Bewegung sehen. Das ist ja auch wieder das Thema, ne? Das eine ist halt eine Karte, das andere ist halt, wie sieht das dann halt auch aus, wenn das in Bewegung stattfindet? Ja. Aber die Serie ist doch jetzt schon fertig produziert, oder habe ich das falsch verstanden? Also, dass also im Prinzip eigentlich nur darauf wartet, dass man sie ausstrahlt. Ist auch verstanden. Ja. Das ist eigentlich das Beunruhigendste an dem ganzen Ja. Projekt. Nee, ja, das ist ja so ein bisschen so dieses, warum bringen sie das nicht? Also das ist ja so ein bisschen da, wenn man da mal kurz 2 Minuten Ja, das drüber nachdenkt, stimmt. denkst du dir so, okay, wenn du jetzt irgendwie denkst, du hast einen richtigen Knaller in der Pipeline, dann bringst du das Ding halt. Ich frage mich halt, warum das eigentlich so lange dauert und warum es um die Nummer halt so komplett still ist, dass man dazu gar nichts hört. Das ist in der Regel kein gutes Zeichen. Amazon Ja. hat es gekauft, ne? Ja. Ja, na, muss man sagen, Amazon ist in Film sicherlich gut, aber nicht im Bewerben von den eigenen Sachen. Also da kriegst du meistens irgendwie eine Woche vor mit. Jetzt ist es fertig. Viel Erfolg. Ja, du kriegst einfach reingeschmiert, aber das ist ja schon vorproduziert gewesen quasi, ne? Aber ich frage mich auch, wenn es schon so fertig war, warum gibt es dann hier, also diese Karten, die wir vor uns sehen, mal für die Leute sehen es ja nicht. Das ist das, was Bernd vorhin gesagt hat, da steht dann unten drunter zum Beispiel makes me much more interested oder sowas, ne? Also ich muss darüber abstimmen, ob mir das gefällt und oder nicht. Da frage ich mich, warum ich das muss, wenn die Folgen eh fertig wären. Wer weiß von welchem Status oder aus welchem Stadium das ist quasi, ne? Ich glaube, das macht man schon so vorab, um eben schon die Erfolgschancen so ein bisschen abzuschätzen. Ne? Wie gut kommt das an? Wie vermarktet man das? Also das sind ja so typische Vorabfragen in diesen, ja, in diesen Marktanalysen letztendlich, die man da abhält. Es gibt ja selten, dass Sachen, wenn sie fertig sind, dann einfach rausgehauen werden. Also der Joker-Film ist ja auch nicht rausgehauen worden, obwohl er schon lange fertig war. Da hat man sich ja dann auch gewundert, warum kommt jetzt der zweite Teil erst so spät in die Kinos, wenn er doch schon längst fertig ist. Ich unterstelle Ihnen jetzt einfach mal oder ja, positiv gedacht, dass man nach einem Momentum sucht und da wäre dann der Start der Pinguin-Serie vielleicht ein Umfeld, in dem sich so eine Serie dann auch besser vermarkten lässt, wenn man dann eh schon dieses Matt Reeves-Thema aufmacht und dann da drauf aufsetzt und das mit veröffentlicht. Kann ich mir vorstellen. Ja. Gut, aber hoffentlich dann demnächst auch mal mit einem Datum. Das wäre natürlich schön zu wissen, wo man hinfiebern darf. Und das betrifft ja eigentlich alle Produktionen. Selbst zum Pinguin wissen wir ja noch nicht ganz genau, wann die Serie starten wird. Was haben wir denn noch bei uns auf der Liste, wenn wir noch hier im Animated-Bereich bleiben? Ah ja, Batman Beyond. Da sind ein paar Herrschaften hausieren gegangen und haben sich da so einen Film vorgestellt à la Spider-Verse. Also ein animierter Film und eben in der Welt von Batman Beyond. Und sie hoffen auch immer noch drauf, bis zu James Gunn vorzudringen, um diesen Film an den Start zu bringen. Ich meine, wir wissen, daraus wurde ja dann eine Serie mit George Clooney, die jetzt dann kommen soll, solange noch April ist. Bin ich immer noch stolz drauf, dass wir das gemacht haben und wie wir es gemacht haben. Das der meistgelesenste Artikel bis heute, dieses Jahr. Ja. Das sah eigentlich ganz cool aus, sah so ein bisschen aus wie das Zukunfts, dieser Spider-Man 2099, was man von dem so gesehen hat in dem zweiten Spider-Man-Film. Aber ich habe so das Gefühl, die haben das ja so ein bisschen gemacht, hey, wenn ihr das gut für das haben wollt, macht mal ein bisschen Welle dafür. Und ist irgendwie so ein bisschen ausgeblieben, oder? Also es war so 2 Tage, da hat man sich drüber unterhalten dann. Naja, anyway, was gibt's noch? Was ich Ja. sehr schade und herzhaft, weil ich das Batman Beyond Universum eigentlich sehr cool finde und auch mag und so, aber einmal gibt's ja, musst du das so wissen, da wahrscheinlich nichts Ich kriegen. könnte mir aber auch vorstellen, also jetzt mal hin oder her, ich finde die Idee ja auch cool. Ich fand auch die Comicserie cool, aber das wird ja wahrscheinlich, wenn man jetzt, also Gunn jetzt auch noch anfängt, in Batman Beyond-Universum in sein Universum einzubauen und zu produzieren, dann wird es aber schon arg unübersichtlich. Also ich Naja, glaube, komm, es die machen wird. Jurassic, die hauen irgendwie Dinos gerade raus und also kommt. Ja, aber wie gesagt, das alles zu überwachen, ich weiß, ja gut, kann natürlich sein. Also ich halte es irgendwie
Für ein bisschen Also zu viel. als Extended Brandon. Ja, eben machen sie ja eh. Also es gibt ja, also das sehe ich jetzt nicht so das Problem. Ich glaube eher generell, dass man der Marke kein großes Vertrauen einräumt. Und da wird Ich natürlich bin da jetzt. trotzdem bei Gerd, ich stimme dem zu. Ich glaube, dass ich, dass das, das glaube nicht, dass das sinnvoll wäre. Es wird, glaube ich, nicht funktionieren. Nö, Also, wird's auch nicht. Das ist ja das aber. Animated kannst du das machen, da kannst du alles Mögliche machen, aber als Realfilm, ich Das war glaube eine nicht. Animated. Das war Ach Animated. so, Ja, Animated gut, Pitch. okay. Dann. Okay, ja gut, dann, ja. Also das war ein Animated-Pitch und das manche, das sieht aus wie das war ja, hat auch Bernd gesagt, in diesem Beyond the Spider-Verse. Ach so, ja, aber was ich jetzt Okay. meinte, das ist für mich jetzt kein, das wäre jetzt kein Film, was für eine Kinoauswertung bekäme. Das meine ich. Also dafür wird es nicht funktionieren, glaube ich. Also dafür ist das Ding nicht, dafür ist das nicht bekannt genug. Ja. Also das Ja. Da. Spider-Man ist eine andere Hausnummer. Da in dem Fall eine ganz andere Hausnummer. Also das ist Ja. sowas, ne? Und das müsstest du hier erstmal vernünftig erklären. Das ist viel zu. Also da musst du schon viel zu viel Hintergrundwissen haben. Mein klar, für uns Fans wäre das cool, aber das. Naja, du brauchst halt auch vor allem halt, also ich glaube, wenn du einen guten Film hättest, eine gute Idee, außer dass es cool aussieht, dann funktioniert das schon. Und da sehe ich jetzt nicht so den großen Unterschied zu Spider-Man, weil da halt auch Lord und Miller halt die waren, die da halt so ein bisschen mit, also als ich den ersten Trailer zu dem Miles Morales-Film gesehen habe, dachte ich mir auch, hey, wer soll denn das gucken? Aber da war es halt einfach ein richtig geiler Film, den du geguckt hast, der erste und auch der zweite. Ja, und es Und ist da ist, Spider-Man. ja, genau, bei Ja, Spider-Man. ja. Und da hast du halt diese zwei talentierten Typen gehabt, die es halt geschrieben haben. Und bei dem jetzt, die Bilder sehen cool aus, aber wenn der. Das wird halt, also Ja, dann aber ich merkt man es ja, meine, glaube es ich, ist nicht. Spider-Man. Das ist was anderes, als wenn du jetzt, ne, deswegen hättest du so eine Geschichte jetzt mit Spider-Man 2099 auch nicht machen können. Also du musst ja halt trotzdem von irgendwo starten. Und einen Multiverse-Film zu machen, wenn du trotzdem mit einer bekannten Figur, die etabliert ist, startest, ist was anderes, als einen Beyond-Film zu machen. Also ich glaube, das ist was anderes. Aber ja. Wir werden es eh nicht rausfinden, weil es eh nicht kommt. Ja. Ja. Was bereits kam, das war die Animationsverfilmung von Justice League. Ach, ich habe es jetzt abgekürzt mit Crisis. Und zum Zeitpunkt, wenn dieser Podcast rauskommt, dann ist auch schon Teil 2 der Crisis draußen. Marian und Mike haben den Film, also den ersten Teil, bereits gesehen. Marian, du könntest auch vielleicht kurz zusammenfassen, was du so vom ersten Teil hältst. Ich mochte den tatsächlich. Also es gibt wirklich manchmal die Animation, das hat sich natürlich jetzt nicht verbessert. Da kriegst du manchmal, da musst du weggucken, sonst kriege ich wirklich Würgereiz. Also dieses Stehtheater, was die da so manchmal machen und die Figuren dann da so drüber schieben, wie in diesen, jetzt komme ich nicht drauf, wie das heißt, diese Pappfiguren im Scherenschnitt japanischen. oder ach Ja, so. Scherenschnittfiguren, so sieht es manchmal aus, da kriege ich eine Meise einfach und im Hintergrund ist nichts los und die haben dann vor allem ja so Szenen, wo richtig viele Helden und verschiedene Versionen von Helden auch da sind und so im Hintergrund stehen und sowas habe ich auch schon immer gehasst, wenn dann so ein Gemurmel eingespielt wird und es wirkt dann immer so wie in so schlechten Adventures aus den 90er Jahren. Und dann siehst du, wie es von einer Figur, die Kamera sich bewegt in einer unglaublichen Langsamkeit, wobei es die ganze Zeit um Flash geht. So, von einem zum anderen. Das war das Negative. Also, das ist die Animation größtenteils. Was ich wirklich sehr mochte, war, ich habe die Crisis zweimal gelesen und ich habe das nicht gemocht. Das war mir zu alt. Ist wieder so ein Ding, das ich nicht lesen kann, weil mir das zu alt ist. Es war mir zu überladen. Ich habe das nicht so, das mochte ich irgendwie nicht. Und das war mir alles zu ausgedehnt. Und hier finde ich, und das ist ja nur der erste Teil, bringen die sogar noch so ein extra Element mit rein, was ich glaube nicht in den normalen Crisis-Comics mit drin war. Und das spielt dann am Ende auch wieder eine Rolle. Also die erzählen die Geschichte gut. Das finde ich, das haben die richtig gut gemacht. Weil am Anfang ist es richtig verwirrend, das muss ich mal sagen. Also da wären das so zwei, drei Sachen. Das will ich mal ganz kurz machen. Flash passiert es plötzlich, dass er immer wieder durch die Zeit reist und dann aber auch so in fremden Dimensionen landet und selber nicht so richtig weiß, warum. Und das ist am Anfang, wie gesagt, etwas irritierend, aber dann nimmt einen die Geschichte und Flash halt so ein bisschen mit an die Hand und bis zum Ende hin wird das alles rund. Und das fand ich tatsächlich gut gelöst. Ich weiß überhaupt nicht, wo es jetzt hinläuft, so gewissermaßen. Und es kommen auch so bekannte Sachen aus der Crisis vor, Monitor etc. Aber ja, also das ist ein guter Sonntagnachmittagfilm.
Hast diese ganzen alten Sachen, also erstmal muss man die anderen Animated Sachen gesehen haben, die davor spielen. Kann man, muss man nicht. Also Okay. Tomorrowverse ist das ja quasi, ne? Ja. Wegen hier Superman Tomorrow Dingbums. Nö, Und musst du du hast auch nicht. Also die da, den letzten das wird dann auch Crisis. mal erwähnt. Die JSA gab es ja mal früher, sagt dann Wonder Woman so ungefähr, weil man dann Ah, ja okay. weiß, alles klar, die war da mal in dem Film, aber das ist nicht, wenn du es nicht weißt, ist es nicht schlimm. Die alten Filme hast du auch nicht gesehen, die quasi das Ende des letzten animierten Universums. Nee, fehlt mir noch, da bin ich, Ah. fehlt mir noch. Okay, aber ich würde gerne wissen, ob das zusammenhängt ein bisschen. Das glaube ich Aber. nicht. Das ist ja ein extra Universum. Vielleicht machen sie das noch auf. Also es ist, die Möglichkeit besteht ja. Ich habe so ein paar Teaser gesehen, was im nächsten kommt. Das glaube ich nicht. Und aber hier ist es halt auch wieder Flash, der die Rolle spielt. Ich meine, das hat er ja in der Crisis auch, hat er ja in der Crisis ja aber auch gemacht. Also das ist ja auch Teil der Crisis, dass Flash da eine große Rolle hat. Ist ja aber auch eine sehr persönliche Story für den Flash und das fand ich auch gut gemacht, ja. Und den zweiten Teil wirst du auch gucken. Ja. Ja. Ist ja ein bisschen umstritten, die Veröffentlichung, zumindest hierzulande, weil es dafür keine deutsche Synchro geben wird. Es hat nur deutsche Untertitel. Hat dich jetzt aber wenig beeindruckt, nehme ich mal an. Oder was fandst du Ich auch schon mit schade? englischen Untertiteln, glaube ich, dann angeguckt. Ich finde es grundsätzlich schade. Ich weiß immer nicht, was das soll. Und wenn die dann schon so gut sind, dann. Und vor allem, es ist ja so, zum Beispiel aus dem gleichen Universum stammt ja Batman, jetzt will ich Dark Victory sagen, wie heißt es gleich? The Long Halloween? Das gleiche Universum. Und das ist so inkonsistent, das mag ich halt nicht. Mach es Aber doch deutsch. vielleicht die Zukunft, leider, also dass tatsächlich uns die künftigen Animationsfilme nur noch erstens digital, rein digital und dann eben auch ohne deutsche Synchro, sondern nur noch mit deutschen Untertiteln erwarten. Das wiederum glaube ich nicht, wenn sie zum DCU gehören. Das können die sich nicht leisten. Die können jetzt nicht Creature Commandos rausbringen auf Englisch. Hat schon Konstantin eine Rolle? Ich glaube nicht. Sicher? Kein, wenn dann keine große. Muss an. Ich Das gucke sind mir den jetzt. andere. Da sp Batman spielt auch eine Rolle und. Ja, das. Und da sind halt so Verbindungen, wo du dann merkst, ah ja, das ist tatsächlich der Batman hier aus The Long Halloween und so. Also da sind sie schon konsistent, aber wie gesagt, das muss alles nicht, das ist alles nicht notwendig. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal aus der Nummer, also dem Animated-Bereich in, ja, ich habe den Bereich zwar Sonstiges genannt, aber ist ursprünglich war mal geplant, dass wir über das Suicide Squad Season 1 DLC für eben das Suicide Squad Game Kill the Justice League sprechen. Aber über das Spiel spricht ja so gut wie keiner, also müssen wir das auch nicht Spielt auch tun. keiner. Aber wir hatten jetzt einen Artikel bei uns, den der Mike aufgesetzt hatte. Da ging es um das Projekt Apollo, ein Videospiel, welches sich im Nolanverse befunden hätte. Zumindest scheint das mal in Planung gewesen zu sein. Man muss dazu sagen, es gab zum Nolanverse ja zumindest das Batman Begins Spiel damals 2005. Und The Dark Knight wurde. Ja, da wurden sogar Szenen für gedreht, für eine Videospielumsetzung, kam allerdings nie wirklich raus, beziehungsweise aus dem Status des, ja, des Beta-Statuses raus. Und für The Dark Knight Rises gab es dann lediglich ein Videospiel für Mobiles, also für iPad, iPhone etc. Ja, aber man wollte, und das war ja schon zu der Zeit, nachdem Arkham Asylum auf dem Markt war, wollte man eben so ein Open-World-Game-Konzept rausbringen, was im Nolanverse spielt, ohne sich jetzt an die Filme verpflichtend, was die Storylines angeht, dranhängen zu müssen. Inwieweit hätte euch sowas gereizt, so ein Spiel zu spielen, also generell im Nolan-Universum? Ich weiß, Videospieladaptionen haben ja immer irgendwie so ihren schlechten Ruf gehabt, lange Zeit. Nicht Videospieladaptionen, also Videospieladaptionen von Filmen. Wie wäre es jetzt hier gewesen, hätte das einen Reiz für euch ausgelöst, selbst nach Arkham Asylum dann nochmal in ein Nolan-Universum videospieltechnisch einzusteigen? Kommt drauf an, wie es, aber dann bist du, das ist eine Frage von Qualität, glaube ich, ne? Also es ist dann die Frage, wie wäre es gewesen? Also, ich meine, das, was jetzt in dem Artikel, oder was jetzt an Infos rauskam, habe ich das so gelesen, dass es mehr, dass so ein Stealth-Element ja auch noch verstärken soll.
Wobei das jetzt in Asylum oder in den Arkham Games ja auch nicht unterrepräsentiert war, dieses Element. Das war ja da auch schon nicht unwichtig. Ich glaube, das hängt, für mich wird es dann tatsächlich zum einen A an der Qualität des Spiels vor allem hängen und zum anderen, was für eine Geschichte erzählst du mir dann? Also wäre das jetzt, spielen wir den Film nach? Ist es eine Erweiterung davon? Ist es irgendwie völlig losgelöst davon? Dann bin ich nur in dem Universum. Das ist ja alles dann, gerade in den Filmen finde ich das ein bisschen schwierig. Aber klar, ansonsten, wenn das von der Mechanik und so alles gut ist und das Gameplay cool wäre, auf jeden Fall. Ich meine, jeder von uns würde ein gutes Batman-Videospiel spielen, oder? Also ich meine, das ist ja. Ja, und Ja. ja, da kommt ja auch dazu, das war doch Ubisoft mit dem Batman Begins-Spiel und das war eigentlich sehr gut. Also das hatte ja auch schon diese, das wurde ja damals auch als eine der ersten Filmumsetzungen, also als Videospielumsetzung von dem Film, auch als sehr gut bewertet. Und ich weiß noch, das hatte ja sehr viele dieser Stealth-Elemente, Ja. konzentrierte sich aber auch auf diesen Angstaspekt, ne, der natürlich Ja, in voll. Batman Begins ist. Und diese Idee, die finde ich eigentlich nicht schlecht. Und wie Henning schon sagte, wenn das gut gemacht wird in dem Nolan-Universum und man mit dieser Idee auch weiterspielt, dass also diese Mechaniken weiter ausbauen würde in so einem Open-World-Konzept, warum nicht? Also, das ist gar So nicht ein die Frage. Batman-Spiel mit mehr Anleihen von Splinter Cell, also davon kam das ja damals auch, ne? Das Batman Begins setzte ja darauf auf jeden Fall an. Und die Ja. Splinter Cell-Spiele habe ich geliebt. Also die sind, Ja. ne, also die sind auch heute tatsächlich immer noch gut. Und die, genau, ich fände es tatsächlich mal spannend, so ein Batman-Game zu haben mit einem aktuellen Gerüst, mit dem, was Gerd gerade gesagt hat, wenn es so Elemente hätte, die vielleicht jetzt nicht rein darauf ausgelegt sind, dass ich jetzt eine Prügelkombo quasi brauche, sondern eher so dieses, ne, aus den Schatten heraus mehr agieren müsste. Das fände ich schon nochmal spannend, wenn das nochmal ein Element wäre, was noch verstärkter wäre. Aber man muss halt schon sagen, die Arkham-Spiele haben natürlich schon eine brutal gute Mixtur abgeliefert. Das muss man einfach schon sagen. Das ist schon eine Benchmark. Die Messlatte ist hoch, ne? Die ist Ja, die extrem. ist unfassbar hoch, das muss man ganz klar sagen, weil sie haben halt alles, was du mit Batman in einem Videospiel machen kannst, haben sie halt irgendwie auch gemacht, ne? Also Einsatz von Tools, sie haben ein Stealth-Element. Ich meine, du musst ja nicht in die krassen Kämpfe rein, andauernd. Also du hast schon super viele Elemente da drin. Es ist schon sehr, viel bleibt da nicht mehr übrig. Und ob das damals funktioniert hätte, wie gesagt, dass ich finde es, auf die Frage nochmal einzugehen, ich finde, was die Geschichte betrifft, ich finde es halt in dem Nolan-Universum schwierig mit der Story. Das wäre, Ja. glaube ich, für mich so die Kernfrage noch gewesen, weil das hätte ich wahrscheinlich schwierig gefunden, wie du das irgendwie vernünftig platzieren willst, Der ne? ultra-realistische Anspruch, den Nolan in die Filme macht. Und ich habe mir einfach so überlegt, so ein Game müsstest du ja auch dann Bösewichte einbauen. Du brauchst ja ein bisschen Gegner und so weiter. Und da weiß ich halt nicht, wie mir das dann in so einem Konzept unterbringt. Wie gesagt, das erste, also dieses Batman Begins-Spiel konzentrierte sich da auf diesen Aspekt Angst und Schleichen, war sehr gut und hatte ja auch noch in Anführungsstrichen einen entsprechend fantastischen Gegner, aber wie baust du das um, wenn du jetzt The Dark Knight nimmst, der so also ja einen ultra-realistischen Anspruch hat und versucht das dann in einem Game umzusetzen? Und die Faszination von den Arkham Games ist ja auch dieses Gegnerdesign, dass du halt einen Mr. Freeze siehst, dass du halt einen Joker so extrem hast, dass du diese ganzen Comicfiguren hast, die ja bei Nolan ja nur abgeschwächt später zu Ja, sehen waren. Also aber das wäre ja nicht das Problem. Ich meine, ich habe mir das Video mal angeguckt, was da geplant wäre, da jetzt das noch einzubauen und dann noch so ein paar Bankräube zu unterbinden und so. Das wäre, glaube ich, schon gegangen. Ich glaube halt eher das Problem, dass die halt, also ich hätte meinen kompletten Server gelöscht, hätte ich das Arkham-Spiel gesehen. Und dann, da gab es halt keinen Platz für ein zweites Batman-Spiel. Und wie Henning schon gesagt hat, das hat halt schon so viel mehr richtig gemacht. Dann wäre das dann so, warum das andere dann noch rausbringen? Schade ist ja eher nur, dass Warner Brothers sich dazu entschieden hat, weiter auf Games as a Service und nicht auf gute Spiele zu setzen. Und deswegen wird wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren auch kein weiteres Batman-Spiel bekommen in die Richtung, was mich sehr traurig stimmt. Aber, Naja, was ich hier halt sehr interessant fand, war, ich meine, du siehst halt nochmal den Batman im neuen Kostüm, wie er sich vom Gebäude stürzt und die Musik im Hintergrund, das ist schon irgendwas Cooles und was ich ja gar nicht wusste, was ich jetzt erst durch den Artikel vom Mike rausgefunden habe, das ist ja von Monolith Productions.
Und hier, das war das erste Spiel, wo dieses Nemesis-System stattfinden sollte. Das mochte ich in dem Mittelerde-Spiel eigentlich sehr. Das war Und cool. das würde mir für Batman natürlich, hätte ich da schon, das habe ich glaube ich auch schon mehrfach irgendwo mal gesagt, dass ich das gerne hätte als, als eine Umsetzung von No Man's Land quasi, wo sich dann die Gegner, wenn du einen besiegt hast, dann macht er sich einen Namen dadurch, dann baut er sich auf und so. Und das hätte ich schon richtig cool gefunden in einem Batman-Spiel. Das war geplant für eins der gecancelten Batman-Spiele. Ich glaube sogar, es war noch ein Batman-Spiel geplant zwischen Arkham Knight und dem, was jetzt rausgekommen ist. Und da war auch das Mon dieses Nemesis-System wär da ein großer Part von gewesen. Dass dann sich diese, was du gerade sagst, dass dann die einzelnen Gegner quasi dann auch dann so Henchmen haben, die sich dann hochleveln, dann kannst du dann die quasi, wenn du einen davon dann mit Angst überwältigst, dann wäre der dann halt unter deinem Team gestanden und so. Und das war alles mal angedacht, leider. Genau, und das war hier angabegemäß auch geplant. Naja. Deswegen wäre es ganz cool gewesen, ja. Das wäre schade. Ja, noch vielleicht eine kleine Sache, die zumindest für mich schon etwas größer daherkommt, und zwar, dass Tim Burtons Batman als Roman fortgesetzt werden soll. Ja, und das auch noch dieses Jahr zum 35-jährigen Jubiläum des Films von Tim Burton. Da wird dann direkt Anschluss genommen an die Ereignisse, die man im ersten Teil gesehen hat. Also, ne, Joker fliegt vom Glockenturm, es gibt eine Vicky Vale, es gibt einen Alexander Knox. Man etabliert hier schon mal Max Schreck. Da wollte ich nur kurz mal so eure Meinung zu hören, beziehungsweise holt ihr euch das? Interessiert euch die Geschichte Wenn es ein direkt nach Hörbuch gibt, Batman vielleicht. 89? Es gibt ein Hörbuch, ja, tatsächlich. Soll ein Hörbuch dazu kommen? Ach ja, Ja, dann. vielleicht. Ist halt so, also, Also ja. heißt das, Lesen findet ihr anstrengend? Ich penne sofort ein nach Nee. 5 Seiten. Ach so, nee, für mich ist, nee, das, wenn's, Es muss ich würde es halt. mir sonst nicht holen. Ja, eben, also es muss, wenn ein Buch interessant, also ein Buch Wenn ich muss schon nebenbei was anderes Essen sein. machen kann oder auf Arbeit fahren, dann ist es schon irgendwie, dann ist es nicht so schlimm. Ich finde, also ich muss dazu sagen, dass ich immer wieder merke, wenn ich, dass ich viele Comicfiguren tatsächlich schwierig in Buchumsetzung finde, weil dann doch natürlich es nicht von ungefähr ist, dass es halt ein visuelles Medium ist, ne? Also es ist natürlich, da muss das Buch schon wirklich gut geschrieben sein, dass das funktioniert. Also ich habe das auch bei dem 89er Roman, ne, den Roman zum Film, habe ich das auch gemerkt. So dieses, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich habe den Film dazu nicht gesehen, ich lese nur dieses Buch, ach, schwierig. Also deswegen weiß ich nicht, ob ich mir das holen würde. Ich finde das an sich aber, was du, die Frage ging ja noch, war ja zweiteilig, super spannend. Aber trotzdem, was hat der Autor für Ideen, um das fortzuerzählen? Also das finde ich super spannend. Ne? Also auch was ist direkt danach passiert? Wir haben das ja, in den Filmen wird das ja nie so richtig klar. Wir wissen ja noch nicht mal genau, bis wann sind wir denn jetzt eigentlich bei Returns? Also ich glaube, das wird mal irgendwie, man kann sich das, glaube ich, zusammenreiben. Ne? Aber es wird jetzt im Film auch nicht groß thematisiert. Das finde ich schon super spannend, so die Lücke dazwischen mal auszuerzählen. Bin nur so ein bisschen skeptisch, wie gut es halt umgesetzt sein kann, in Romanform, ne? Ich Ja. bin auch zwiegespalten. Das ist auf der einen Seite wäre es super spannend, die Geschichte dazwischen zu erfahren, um das irgendwie rund zu machen. Aber ich habe dann auch die Angst, das muss richtig gut sein. So nach dem Motto, weil also das muss richtig gut sein. Und da ist also der Punkt, wo ich dann bei mir so selbst dann feststelle, ja, willst du es dann wirklich lesen oder willst du es dann doch lieber sein lassen? Also ich sag mal so, wenn dieses Buch kommt, ich würde es mir wahrscheinlich schon, ja, ich lese auch gerne, aber ich glaube, ich würde erstmal abwarten, so die Rezensionen, was so Leute über den Inhalt schreiben, weil da habe ich einfach so ein bisschen Bedenken hier, ne? So, weil ich möchte dann, also ich möchte keine schlechte Fortsetzung lesen, die mich dann irgendwie zu Batman Returns überleitet. Na klar. Also War nicht dieser Comic schon die Fortsetzung eigentlich zu Batman 89? zu Batman Returns, also beziehungsweise in einer Welt nach Batman Returns. Ah, Und das hier spielt tatsächlich nach den Ereignissen Ja. von Batman 89. Ich muss sagen, was ich toll finde, ist, dass man diese Welt so ein bisschen aufleben lässt, insoweit, weil wir nie
erfahren haben, wie es mit Vicki Vale weiterging, außer eben dieser einen Bemerkung in Batmans Rückkehr, was aus Ellie Knox wurde, weil Burton ja gesagt hat, er cuttet sich voll ab von Ja, voll. seinem ersten Film und deswegen hat er viele Charaktere einfach liegen gelassen, die mich als Kind damals schon sehr interessiert haben, in die man sich auch so reingearbeitet haben und wir hier in Deutschland vielleicht auch nochmal die Situation hatten, dass wir diese Hörspielreihe hatten, in der man diese Charaktere Eben. immer wieder Ja, weiter voll. benutzt hatte und man sich da schon so ein bisschen in einem Worldbuilding wiedergefunden Was hatte mit und Bob passiert? was ist mit Bob passiert? Was ist mit Genau. Bob passiert? Jetzt mal ernsthaft, was mit Bob passiert? Der Ist ja er nicht in den erschossen worden? Hörspielen überlebt hatte. Genauso wie der Ach. Joker, was ja hier auch für den Roman suggeriert wird, dass das eventuell Thema sein könnte. Ja, genau. Also deswegen doch, ich möchte da schon abtauchen. Aber klar, ich möchte es mir auch nicht kaputt schreiben lassen, weil, und das ist vielleicht auch das, was eben so mit dem Comic, dem 89er Comic, dieser Fortsetzung von Batmans Rückkehr, ich habe es noch nicht gelesen, aber was ich befürchten könnte, ist, dass halt so ein Künstler sich das nochmal anders vorstellt, als ich es mir vorstellen würde. Und ja, da knackt es dann gern mal und sagt mal, nee, das ist jetzt nicht meine Vorstellung davon, wie das in dieser Welt weitergegangen wäre. Das ist so ein bisschen die Krux. Und dass man sich's dann auch nicht kaputt machen möchte dadurch. Aber ja, also ich bin da sehr gespannt auf den Inhalt dessen und dass das nicht jetzt nur irgendwie so eine, ja, der Joker kommt zurück Geschichte ist. Das wäre mir dann auch ein bisschen zu billig. Aber ja, mit den Elementen zu spielen, die offen gelassen wurden, das fände ich schon ganz spannend. Bring doch mal selber eine Fortsetzung aufs Papier. Ich bin Das kann dir da keiner kaputt machen. viel zu schlecht dafür. Also, Aber du hast halt offensichtlich eine Vorstellung. ja. Die Vorstellung, wie es weitergeht, nee. Also eher, wie die Charaktere sind. Das ist es eher. Ah. Ne? Also, wie es mit Charakteren weitergeht, was die dann machen. Aber ich bin zu schlecht, um das zu erzählen. Und ich lasse mich da gerne beeindrucken und, was ich am liebsten mag, beurteilen, ob das gut oder schlecht ist und ob ich es mir so hätte vorstellen können. Manchmal ist es halt dann so, dass dann Sachen weitererzählt werden, wo ich sage, das ist aber nicht der Charakter, den ich kennengelernt habe und über diese Jahre mir dann selbst so aufgebaut habe. Ich könnte aber nicht die Geschichte selbst dazu erzählen. Das muss ich offen dazu sagen. Und natürlich ist, ja, also Marien gesagt, das war ja nicht erschossen worden. Ja klar, natürlich ist im Film ist Bob the Goon erschossen worden. Ne? Ich hatte ja auf die Hörspiele nochmal mich bezogen, weil da lebt er noch. Also das war da, ne, ist ja nochmal, die haben Der ja nochmal andere gute Geschichten in alte den OH-Hörspielen. Bob. Das hab, genau. Hab ich gar nicht mit, das habe ich gar nicht mehr im Kopf, aber uns wurde heute schon mal nahegelegt, wir sollten diese Hörspiele uns mal anhören. Nochmal. Naja. Ich kann da total andocken, was Bernd sagt, weil ich glaube, ich habe damals als Kind diese Hörspiele, die habe ich deutlich häufiger gehört, als ich den Film gesehen habe. Und das waren dann halt Charaktere, die haben ja irgendwie noch viel mehr für Körper gekriegt. Also, weil natürlich die dauernd aufgetaucht sind. Ne? Also, gerade auch so Nox, der war in den Hörspielen ja doch durchaus präsent. Also, deutlich präsenter, als er in dem Film war. Und das ist natürlich dann auch auf jeden Fall spannend. Und klar, ich meine, an sich ist das ja auch spannend, sich zu überlegen, was ist denn jetzt eigentlich direkt nach den Ereignissen und dann hast du so ein Bad-Signal und was passiert denn jetzt eigentlich überhaupt, ne? Und wie reagiert eine Stadt auf das alles, was da passiert ist und was macht das auch mit Batman? Und ich glaube, da, das kannst du schon gut machen, aber das ist, glaube ich, wieder für mich weiter eine große Herausforderung, weil das musst du, da musst du als Autor auch wirklich gut sein. Also Harvey Dent ist auch so eine Sache, ne? Der eben Ja. aufgebaut wurde in, oder Ja. zumindest aufgetaucht ist in Batman 89, für den es ja auch Ja. Pläne gab. Und da wäre es auch interessant, was zwischen ja, Batman und Batmans Rückkehr mit ihm passiert ist. Aufgrund des Autors, der heißt John Jackson Miller, den kennt man tatsächlich auch von vielen Büchern zu Franchises wie Star Trek, Battlestar Galactica, Iron Man. Zu Indiana Jones hat er was geschrieben, Planet of the Apes und sogar die Simpsons, war auch mal Comic-Autor, ist so die letzten Jahre hauptsächlich im Star Wars-Universum unterwegs gewesen, hat den Kenobi-Roman geschrieben. Eine neue Dämmerung dürfte so das Aktuellste sein, was da gerade rauskam. Also schon jemand, der sich gerade hier in diesem, ich sag mal, Nerd-Kosmos schon einen Namen gemacht hat. Hast du die gelesen? Nein. Ach so. Ich lese nicht. Jetzt schon. Wenn das Buch rauskommt, lese ich es. Also außer Batman steht vorne drauf, meinst du? Ja, okay. Ah. Wann kommt der denn? Im Oktober, lustigerweise, also wenn sich der Film hier in Deutschland zum 35-Jährigen jubiliert. Ich freue mich noch auf ein vierteilige Podcast-Special zu 35 Jahre Batman. Was haben wir noch nicht gesagt? Welche Meinung hatten wir noch nicht? Eine Lesung. Meine Anfrage läuft auch immer noch, ob der auch auf Deutsch erscheint. Also Random House habe ich angefragt, Panini habe ich gefragt. Panini war
recht schnell dabei zu sagen, wissen Sie noch nicht, ob das bei Ihnen landen wird. Haben ja auch schon mal den ein oder anderen Roman verlegt. Random House gibt es allerdings auch hier in München. Entsprechend kann das auch sein, dass Sie es selbst machen oder halt gar nicht, was ich Das recht würde schade mich finde. fast schon wundern, wenn der auf Deutsch käme. Aber ich lasse mich überraschen. Wäre natürlich cool, aber. Obwohl, wie gesagt, damals zu Superman the Movie gab es diese zwei Romane, ich weiß nicht, ob du die kennst, Henning, die hatten, gab es zwei Stück, die rausgekommen Ja. sind. Hat die EHPA selbst rausgebracht damals? Weiß ich gar Aber nicht Gerd, mehr. das ist 100 Jahre her. Ja. Wollte ich gerade nicht sagen. Aber Ja, das ist einfach 100 Jahre her. Ich weiß jetzt nicht, zu Batman 89, ob das das Buch als habe ich auch noch. Referenzpunkt für den Spätherbst 2024 greift, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Doch, Zum auf Film jeden sind. Fall. 79 passt. Das Genau. ist. Und Bücher zum Film sind doch eigentlich immer die, wo in der Supermarktkasse vorne stehen, die keiner haben will, oder? Ja, genau. Ich meine, Naja. gut, jetzt kann man natürlich sagen, gut, das mit der Justice League-Serie ist ungefähr so wie mit der 66er-Serie in Deutschland. Da sind wir vom Veröffentlichungszeitraum auch ungefähr 2 Jahrzehnten. Das stimmt, ne? Also Dinge wiederholen sich. Also ich meine, 66er ist auch 30 Jahre später hier hierzulande erst erschienen. Bei Justice League sind das bei 20, okay. Vielleicht, ja. Naja. Mal gucken, wann der Roman dann kommt. Dann kommen wir zu den Bad Picks und da würde ich dann mal mit Comics anfangen. Marian, du bist ja jetzt gerade auch wieder aktuell mit dabei, die ein oder andere Review auf batmannews.de zu veröffentlichen. Hast du eine Empfehlung für was Aktuelles, beziehungsweise etwas, was du gerade so in den Händen gehalten hast, wo du gesagt hast, das legst du jedem ans Herz? Lege ich jedem ans Herz. Naja, also sollte, ja, doch. Mach's ja. Bist dann nur schockiert, wenn jemand sagt, war jetzt nicht so meins. Muss es was mit Batman sein? Ist da irgendwas Großes dabei? Nö, da würde ich sagen, dann gebe ich das mal an Rico ab. Nein, Fragend. du warst erst dran, du bist erstmal bei deine. Nee, weil ich habe jetzt gerade tatsächlich einen Superman-Comic im Hinterkopf, der fantastisch ist. Den Und Titel darfst du schnell nennen. Komm, sag den der Titel. ist auch für Batman. Ja, das ist nämlich das Ding. Ich hab jetzt den Folgetitel mit Batman im Kopf, Batman Dark Ages. Wie heißt er denn gleich? Superman Space Age. Space Age. Das Ist wäre ein Name. tatsächlich, auch wenn das ein Superman-Titel ist, da gibt es auch viel über Batman da drin und eigentlich ist das was, damit müssten wir uns hier hinsetzen und müssen das zusammen lesen. Leider ist bis jetzt immer noch keine Veröffentlichung auf Deutsch geplant, erstaunlicherweise. Ich hoffe, das wird dann mit dem Superman-Film sich verändern. Also, das ist so grandios. Also, das kommt schon fast, also das kommt schon ran an Final Frontier. Nee, New Frontier. New Frontier ist. Ja, Na gut, das dann ist hole ich mir schon es doch. richtig gutes Zeug. Ja. Das war's. Und jetzt gebe ich aber an Rico ab. Wer Der kann hat denn uns von. nämlich. Der hat uns nämlich genötigt, quasi, jetzt noch schnell mal was nachzulesen und ich habe es nicht bereut. Das ist doch schön. Wer kann denn von euch was mit dem Godzilla und dem King Kong Franchise anfangen? Von den Anwesenden? Ich habe den Jeder? einen oder anderen Film gesehen, auch den von Emmerich. Ja. Gerd? Ich auf jeden Fall. Ich hab's auch, aber ich hab's noch nicht gelesen. Dazu bin ich nicht gekommen. Ja, ich bin da nicht dazu gekommen. Dieses Sag mal. Schwein. Was gelesen? Was gab's denn zu lesen? Es gibt nämlich jetzt ein Crossover und wir sind ja sehr große Crossover-Freunde, nämlich die Justice League gegen Godzilla gegen Kong. Und eigentlich ging das ganze Monsterverse. Das ganze Monsterverse, genau. Das ganze DC-Verse gegen das ganze Monsterverse. Und eigentlich muss man gar nicht mehr sagen. Eigentlich erwartet man auch immer, also ich erwarte sowas natürlich auch, weil auch die Godzilla-Filme, also ich bin mit Godzilla aufgewachsen, waren da noch Leute in Gummifiguren drin gestanden. Dann, drin gewesen, angezogen. Dann kam natürlich der großartige Emmerich-Film mit dem super Soundtrack von P. Diddy, Come With Me. Aber das, obwohl, Ja, ja. schon gut. Weiß nicht, ob ich heute noch gut finden darf. Und dann jetzt, ja klar, hat jetzt vor 10 Jahren hat dann Warner auch angefangen, dann hier das Godzilla-Franchise wieder für den westlichen Markt und Legendary nochmal neu aufzulegen. Und am Anfang war das auch ein sehr geerdeter Film. Und jetzt sind sie irgendwie so ein bisschen mehr durchgedreht. Und jetzt gibt es da halt dann Crossover mit King Kong und jetzt auch im Comicform mit der Justice League.
Und ich muss sagen, ich finde alles richtig gut davon. Ich fand auch die Comics, ich dachte, das wird richtig kacke. Aber die haben dann, ich meine, die Prämisse ist natürlich, wie Marian vorhin auch schon meinte, bei dem anderen Comic, so Prämissen um die Figuren, und zwar hatten wir beim Turtles auch, um die Figuren erstmal in Position zu bringen oder dass alles irgendwie aufeinander zutreffen kann, ist immer ein bisschen, da muss man immer ein bisschen, es tut nicht weh, aber es ist auch nicht so, dass es richtig galant ist. Aber spätestens ab dann macht es richtig viel Spaß. Ich habe den ersten Comic, ist ein bisschen lang her bei mir, Marian. Vielleicht kannst du noch mal sagen, wie treffen denn die beiden Universen aufeinander, um das vielleicht für die Hörer noch mal eins. Ich weiß, dass die alle auf einer Insel sind. Die Ja, Bösen. genau, also es ist die Injustice, die nennen die da, glaube ich, anders. Die Injustice Society ist es, glaube ich, da. Ja. Aber es ist halt so Lex Luthor, Toyman, so ein paar Leute. Und die kommen dann, ach, die brechen in die Festung der Einsamkeit ein, weil die Genau. sich dort eigentlich zwei Sachen holen wollen. Und dann nehmen die aber noch so ein paar andere Dinge mit und das ermöglicht quasi einen Dimensionsübertritt auf diese Insel. Wo dann plötzlich, und plötzlich steht Godzilla quasi in Metropolis und zeitlich spielt das zu der Zeit, als Superman Lois quasi das Proposal, wie heißt gleich, Heiratsantrag. einen Heiratsantrag machen will. Genau. Und plötzlich steht dann Godzilla mitten in Metropolis. Und es ist tatsächlich am Anfang so, dass der Rico sagte, na, da muss man auch nicht viel lesen. Und das stimmt am Anfang gar nicht. Die reden ganz schön viel. Also es gibt ganz schön viel Dialog so darum, was ist denn jetzt hier los und bibabob und dann muss ich die Liga erstmal finden oder die ganzen Helden und so. Und gerade, also als DC-Fan ist das alleine schon ein Riesending. Ich bin jetzt immer nicht so im Monsterverse drin, ich bin da mal drin, aber ich kenne nur die großen, also ich kenne nur Godzilla und wie heißt das andere? Mothra kenne ich noch, das ist das Einzige. Wo Aber dann? was ich, und nee, kenne ich schon nicht mehr. Und King King Kong kenne ich Ghidorah? noch. Nee, kenne ich alle nicht. Okay. Wenn ich sage, ich kenne die alle nicht. Gab es da nicht diesen Roboter, diesen Power Man oder wie hieß der, den mit dem Ultraman. Ultraman, genau Ultraman, den. ja, genau. Ja. Ultraman. Hatte ich auf Video. Ja. Und es ist eigentlich ganz, Ah, Ultraman, ja. genau, es ist eigentlich ganz, es ist schön geschrieben tatsächlich von Brian Bucciolato heißt der eine und geschrieben von Christian Duce. Den kenne ich schon aus I Am the Batman. Der ist wieder so dieses Problem, was ich mit den neueren Comics habe. Der macht das ganz toll, der macht ganz viele tolle Nahaufnahmen und die Monster sehen großartig aus und die Figuren sehen großartig aus. Aber wenn die zu großartig aussehen, ist im Hintergrund nichts los. Und manchmal, Ja, stimmt. aber die großen Panel, also wenn richtig Action ist, die sind gut. Und so ab Heft 4 wird tatsächlich nicht mehr viel geredet. Und erstaunlicherweise hat mir das am besten gefallen. Da ist ganz viel Action. Und es findet auch in einem Teil von der Welt statt, den ich sowieso sehr liebe. Und deswegen, ja. Also, wie gesagt, das ist schon, ja, das alles, also alles, was man sich vorstellen kann. Ich glaube, die haben am Anfang so ein Reißbrett gemacht. Was, wenn wir diese beiden Welten zusammenbringen wollen, was muss dabei sein? Und alles ist es drin. Wir haben ein Batmobil, das sich in einen Batwing, das sich verwandeln kann in einen halbgroßen Roboter. Wir haben alle Figuren des DC-Universums. Wir haben Lex Luthor, der heimlich was baut, was sehr groß ist. Wir haben wirklich alles drin, was wir haben wollen, wenn wir eine der beiden Welten gut finden und am besten beide Welten gut finden. Aber natürlich, wer mit so Riesenmonster nichts anfangen kann und es nicht cool findet, wenn Superman gegen Godzilla kämpft, dann braucht man das auch nicht gucken. Ich hatte meinen Spaß damit und ich freue mich, wenn bald die letzte Ausgabe kommt und da wurde schon was angeteasert auf Instagram, auf was ich mich auch schon sehr freue. Das habe ich dir schon geschickt in die Gruppe. Hast du nicht gesehen? Ah, nee. Also es Gott wird sei die Dank. Serie ist komplett draußen und wahrscheinlich erstmal auf Englisch. Es fehlt noch eine Ausgabe. Eine Ausgabe, aber Englisch jetzt erstmal. Ihr habt das digital gelesen, nehme ich mal an. Hat Panini schon was dazu gesagt? Bis jetzt noch nicht. Aber so groß wie die Erfolge gerade waren von Godzilla und King Kong, könnte ich mir schon vorstellen, dass man das vielleicht bringt. Es ist auch, also dieser Comic ist auch in den USA sehr gut besprochen und ist auch ist ziemlich beliebt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die Verkäufe gut sind. Noch dazu, und da hoffe ich ja, dass Panini irgendwie mitzieht, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, wenn du die Cover aufmachst, dann in dem einen schreit Godzilla und bei dem anderen, wenn du den Comic öffnest, schreit King Kong. Das ist so geil. Ich hab so Wie Bock. viele Ausgaben hat das Ding? Sieben. Sieben bis Sieben. jetzt. Ah, okay. Genau, Also sechs jetzt sind sind sechs draußen. Siebte. draußen und. Mitte nächsten Monats kommt die nächste dann und dann ist es vorbei. Woher kennt man den? Kennt man den Christian Duce? Kennt man den Artist von irgendwoher? Ich kenne den nur aus I Am the Batman.
I Am Batman Ah, hieß die okay. Serie, also ja mit John Ridley hatte die ja geschrieben. Ich mag Weil den. Also. dessen Strich mag ich. Ich habe da gerade mal kurz, ne, ich habe mir da kurz mal Bilder zu angeguckt. Also das Artwork von dem Ding sieht cool aus. Das ist Also. auch, wie gesagt, schön. Man sollte nicht so, wie gesagt, nicht so weit nach hinten Ja. gucken in den Bildern. Aber das ist wirklich, das ist Jammern auf hohem Niveau. Ja, fein. Cool. Rico, das war jetzt schon mal was mit Lesen. Du hast aber auch was zum Spielen dir besorgt. Actionfiguren. Per Post bekommen, sagen wir es mal so. Ja, ich habe mir ein bisschen was bestellt bei McFarlane, weil ja mein Lego-Investment so gut läuft und die Sets so viel mehr wert sind, als ich sie gekauft habe, die ich nicht aufgemacht habe, dachte ich, gehe jetzt auch noch weiter mit Actionfiguren von DC, weil mein Problem war immer, oder ich habe auch fast dir die mal abgekauft, ich war immer sehr traurig, dass ich das verpasst habe, die ganzen Animated-Figuren, also der Animated Series mitzukaufen, vor allem auch Nightwing und Batman Beyond, den Batman Beyond Batman und so und den alten Thomas und den neuen. Und jetzt wurden die nochmal alle neu aufgelegt und ich habe mir die alle gekauft und bestellt und hoffe, dass mich der Lukas, dass der mich daran erinnert, wenn die neuen Waves alle rauskommen, dass ich mir die alle hole. Das macht er bestimmt. Ja. Das heißt, du hast jetzt, wie viel sind es denn bislang? 8 Figuren? 8 sind genau, sind diese 4 Animated, glaube ich, und die 4 The New Adventures. Genau, da war ja bei diesen Neuauflagen so ein bisschen der Tumult, dass die Leute gesagt haben, die haben jetzt dieses in Anführungszeichen Cell-Shading mit dazu Ja. bekommen, was jetzt die ursprünglichen Figuren von DC Direct nicht hatten. Stört's dich? Wirkt's anders, wenn man es mal in der Hand hält? Es sieht schon cool, also es ist in tatsächlich, wenn du die Figur hast, nicht so schlimm wie auf den Zeichnungen. Ich muss aber ganz klar sagen, die New Adventures-Figuren, die sehen viel geiler aus. Also wirklich, gerade der Batman mit dem Cape so über den Schultern und so, ist schon richtig, richtig, richtig cool und die finde ich schon gut. Und ja, was ich damit mache, weiß ich noch nicht, aber ich bin froh, dass ich sie habe und dass ich jetzt auch Teamfiguren bin, dass ich dabei bin. Sehr schön. Ja, McFarlane hört nicht auf, was das angeht, ne, Sachen auf den Markt zu werfen. Ich kaufe mir inzwischen sogar Figuren, von denen ich vorher noch gar nicht wusste, dass es die gab und vom Design her eigentlich recht Was? gut gefallen. Und ja, hinter mir türmen sich tatsächlich inzwischen auch so diese schwarzen Boxen, die ich gar nicht so attraktiv finde, eigentlich dazu einladen, die auszupacken. Ich habe jetzt hier einen Lobo, ich habe einen Tu Impuls, ich es. habe einen Tu Lex es. Luthor im Powersuit und sowas. Die Dinger werden ja auch irgendwann mal relativ billig. Ne? Dann gibt es so eine Figur für 6 Euro. Wieso nicht mitnehmen? Ne? Es gibt einen Impuls? Es gibt einen Impuls. Pass auf! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin ja voll am Hadern, ob ich nicht diesen Sepp Superman mir irgendwie geholt habe. Den hole ich mir auf jeden Fall, den Zepp-Supi und den. Impuls, 11 Euro. Oh mein Gott. Den Zepp-Supi und den Aquaman aus der JLA, aus der 90er JLA, hole ich mir auf jeden Fall. Warum sie da John Stewart mit dazu gepackt haben, das weiß der Fuchs. Ja, das weiß man bei der einen oder anderen Designentscheidung auch nicht. Da ist man sich ja nicht so einig. Aber es gibt einen tollen Mr. Freeze. Es gab die Batman und Robin-Reihe, die hätte ich auch nicht mehr erwartet, dass man zu dem Film nochmal Figuren bekommt. Da soll jetzt auch die Batman Forever-Reihe kommen. Also ich mag, was McFarlane macht. Ne? Was hat er vor kurzem auch gesagt? Er bringt so viele Batman-Figuren raus, weil sich Batman halt einfach auch ungeheuer verkauft. Das ist doch so mal ein Statement. Ich habe noch was vorbestellt. Die beste Figur, die jemals erschaffen wurde und jemals erschaffen werden wird. Ich habe mir den Mr. Freeze vorbestellt von diesem, wo du auch den Alfred und so her hast. Da gibt es den Mr. Freeze, den Arnold Schwarzenegger Mr. Freeze Ja. mit seinen Pantoffeln und seinem Mantel. Den habe ich mir noch vorbestellt. Das stimmt. Ja, hier Mars Toys, also beziehungsweise deins ist, glaube ich, ein anderer, ich sag mal, Hersteller ohne Lizenz, ne? Third Party, wie sie sich selber gerne nennen, aber eigentlich sind es ja keine lizenzierten Figuren. Da kam ja ein Alfred Pennyworth von Batman 89 raus. Da gab es einen Michael Keaton nochmal aus 89. Und dann, was war die andere Figur noch? Ah ja, nochmal Jack Nicholson Joker. Der dann einerseits wie eben Jack Napier aussieht und andererseits dann mit dem Kopf kommt, der dann wie in der Museumsszene, wenn er das Wasser ins Gesicht bekommt und schmilzt und schmilzt und schmilzt. Großartige Figuren, tolle Handwerksarbeit, letztendlich auch, auch was die Ähnlichkeit zu den ja, Schauspielern angeht und das zu einem Preis, besonders was die Ausstattung der Figuren angeht, bei denen man halt einfach bei Hot Toys nicht mithalten kann, die ja inzwischen schon über 300 Euro liegen pro Figur und hier zahlt man für eine Figur 150 Euro, je nachdem. Aber wie gesagt, das ist auch alles nicht ganz sauber, weil halt da auch keine Lizenz dahinter liegt und keine Lizenzgebühren, die dafür auch abgedrückt werden müssen. Aber ja, das sind schon gute Figuren. Also besonders ich, der gesagt hat, ich möchte eigentlich
jetzt hier so aus diesem Hot Toys Figurenbereich eher aussteigen, wurde da eher nochmal animiert, weil es halt einfach auch so Randcharaktere sind. Jetzt ist da auch noch Bob der Goon in Planung und Vicky Was wurde Vale eigentlich soll aus der in der Bob Henning? Master Toys Figur. Genau, und ja, und Vicky Vale soll jetzt auch noch kommen. Also, und sie arbeiten noch die ganze Batman 66-Reihe ab. Also, wie gesagt, alles ohne Lizenz. Aber da ist jemand dahinter, der guckt sich da die Vorbilder sehr genau an. Ich habe ja diese ganzen DC Direct Animated Figuren von McFarlane quasi noch. Und ich bin ja sowieso einer, der das auspackt. Das ist ja das schon das Schlimme. Aber ich habe jetzt gemerkt, das Schönste ist tatsächlich, mein Sohn sagt dann immer mal, die stehen außerhalb seiner Reichweite. Aber er sagt dann, kann ich mal die Batgirl haben oder kann ich mal einen Firefly haben, so sagt er. Und dann gebe ich die dir mit zittrigen Händen, weil ich denke, ah, wenn die kaputt geht, die gibt es nicht mehr oder so, ne? Batgirl, irgendwie so. Und aber das ist tatsächlich irgendwann dann so egal, weil das ist irgendwie so das ganz Coole. Und dann sagt er, kannst du mir mal, Papa, wie geht die? Weil mein Sohn macht beim Superman, wir haben so einen Superman von dieser 66, dann macht er die Superman-Melodie selber nach, wenn der mit dem losfliegt. Und dann sagt der Papa, wie geht die Melodie von der Batgirl? Und dann ich habe die noch so im Ohr und dann gucke ich aber auf Spotify quasi noch dieses aus der Animated Series und so. Und da denke ich, und dann kommst du irgendwann an den Punkt, dass du denkst, ach scheiße, dann geht's halt kaputt. Das ist ganz erstaunlich. Also es geht so von, auf keinen Fall darf die jemand anfassen. Und dann ist das aber, das ist eigentlich das Schönste, weil du endlich in deinem Kind dieses Feuer entfachen Deswegen hat kannst. Bernd alles zweimal. Sehr gut. Könnte bitte jemand den Lukas beatmen? Der ist bestimmt gerade in Ohnmacht gefallen, aber ja. Wenn wir schon bei Beatmen sind, Marian, wie lässt sich's unter einer Batman-Maske atmen? Du bist jetzt Erstaunlich gut, ja. Besitzer einer Urethan-Batman-Maske in welchem Design? Von Jason Fabok, also aus diesem, man kennt es aus den Three Jokers, genau. Genau. Es ist die einzige, du hattest die mal selber auf, also nicht diese Maske, sondern so eine andere. Und was da wirklich erstaunlich ist, ist, dass man muss die Augen quasi nicht irgendwie anpassen. Nicht schwarz Verschminken oder anmalen, sonst kein irgendwas, Kajal. nichts. Und da muss ich wirklich sagen, das hätte ich niemals gedacht, dass ich mir sowas hole, weil ich habe ja auch kein Batsuit oder sonst irgendwas. Ja, aber es war sehr lustig, vor allem für Henning, weil ich habe die dann hier aufgesetzt, quasi die Maske. Und im Realen sieht es nicht ganz so aus, aber die ist ja auch ein bisschen größer als mein Kopf. Aber was hast du gesagt, Henning? Mein Kopf ist doppelt so groß wie der Rest vom Körper. Da sieht man, dass man auf jeden Fall, wenn man so eine Maske trägt, einen Anzug braucht, der aufpolstert, weil Definitiv. ansonsten sieht es aus, als ob ein viel zu großer Kopf auf und viel zu schmale Schultern aufmontiert wird. Und das liegt nicht an den schmalen Schultern von Marian, sondern das ist einfach von der Proportion passt es einfach nicht. Auch, Das ist schon krass. auch. Nee, das, nee, glaube ich nicht. Aber ich habe da meine Winterjacke drunter angezogen. Da meinte dann Henning, also so könnte ich durchaus auf den Weihnachtsmarkt Auf gehen. jeden Fall mit den dunklen Parkern, mega geil. Das habe ich schon gesagt, ist ja mega geil. Das war Und auch wenn. ganz, das war auch, da war Bernd ja auch noch da, mir gesagt, so ein Batman mit so einem Parker hat auch schon was. Sieht schon ganz geil aus. Dann bist du, da kommst du halt nah an diesen Red Sun Batman, ne? So, der hat ja auch so eine, der hat ja so einen Mantel an. Ja. Und wenn du noch den Ledermantel holst, Marian, oder Ja, stimmt. diesen schwarzen, dann ja, dann passt das auf jeden Fall. Home stays all in bed. Also auch hier kein offizielles Produkt, ne? Das bekommt man über diese Cosplay-Gruppen. Letztendlich, da haben sich ein paar darauf spezialisiert, eben solche Batman-Masken in verschiedensten Ausführungen anzubieten. Und der Marian hat endlich mal zugeschlagen. Das war ja auch ein kleiner Kampf, ne? Bis der Preis dann endlich so weit unten war, dass auch Marian sagt, jetzt bitte, die nehme ich. Haben ja auch ihren Preis, muss man sagen. Ich überlege bei so Sachen so lang. Ja, das ist genau, da muss man recht Und bei schnell dem sein, anderen weil. war das Ohr kaputt. Das ist ja auch doof. Genau. Und hier war mehr oder weniger alles okay. Ja. Ich freue mich jetzt, weil die Kinder bei uns bei Halloween, wenn ich die Tür aufmache, da erschrickt sich niemand mehr. Und jetzt aber wieder. Weil du die Maske Muss mir noch. ausziehst? Bitte? Ja, nee, das ist eben nicht mehr so. Die haben sich so an mein Gesicht gewöhnt. Und jetzt muss ich mir irgendwas ausdenken, wo das die mal wieder erschrecken zu Halloween. Ja, dann Und kannst du ja ein rasierst du dich grünes. dann? Bitte? Rasierst du Ja, dich ich wahrscheinlich. dann? Ja. Oder ich zieh mir hier die, ich zieh mir die Sturm, die, so eine Sturmhaube drunter, dass der Mund quasi noch verdeckt ist. Mal Ich gucken, bin wie ja das auch gerade aussieht. dabei, mir so mein ultimatives Batman-Kostüm
zusammenstellen zu lassen. Also jetzt mal kein Vollgummikostüm, wie man es ja sonst kennt, sondern schon so, sagen wir mal, von der Art wie Batman wie Superman, sage ich jetzt mal. Also so, ne, dieses texturierte Kostüm mit so einem Bodysuit noch drunter, mit so einem Muskelkörper drunter. Und ich mache da gerade interessante Erfahrungen, weil ich habe das angefangen Ende letzten Jahres. Ich sag mal so, die Konversation mit dem Macher in den USA, die ist sehr schwankend. Das ist jetzt auch ein langer Zeitraum, den sich das jetzt auch hinzieht. Lustigerweise reagiert er nie auf meine Mitteilungen, sondern immer nur, wenn dann wieder mal eine Zahlung fällig wäre. Dann ist er für 5 Minuten dann auch dann zu haben, aber danach dann anschließend schon nicht mehr. Wenn es darum geht, zum Beispiel, ob er es jetzt schon verschickt hat oder sowas, dann hört man da nichts mehr. Ich werde mal irgendwann mal so einen allumfassenden Bericht dazu abliefern, wie so eine Bestellung läuft, mit was man da mit diesen Cosplay-Machern, sage ich mal, was man da so rechnen muss. Es scheint Usus zu sein, dass das so läuft, wie es jetzt gerade eben ist, aber wenn man merkt, dass die Zeit abläuft, bezüglich PayPal, um das Geld wieder zurückzuverlangen, weil man eventuell jemanden aufgesessen ist, dann ja, ist es vielleicht auch so eine deutsche Eigenart, da recht schnell zu reagieren und zu sagen, oh, du, ich hätte das jetzt gerne, weil ich habe schon bezahlt, verdammt nochmal. Ja, das dann vielleicht auch mal in einer ausführlichen Form, wenn das Kostüm dann kommen sollte. Gut, dann vielen Dank, dass man sich da jetzt einmal mal entladen durfte mit all den News, die sich in der Zwischenzeit angestaut hatten. Es sei noch gesagt, Marian, genau, das war dein Thema noch, Spotify. Man kann uns bewerten inzwischen. Das heißt, man kann hier was reintippen, man kann Kommentare sagen, schreiben. ah ja, okay. Das heißt, man geht auf die Spotify-Seite oder heutzutage machen das die Leute, glaube ich, direkt über die App. In der Folge kannst du kommentieren. Wow, nicht schlecht. Also, ne, wer sich verewigen möchte, kann das direkt jetzt mit dieser Folge machen und dann da schon mal was reinschreiben. Übrigens auch bei iTunes. Da sind, glaube ich, unsere letzten Bewertungen schon eine ganze Zeit her. Da wurde auch Rico sehr oft gegrüßt, Echt? von persönlichen Fans anscheinend. Ja, kannst ja. War ich damals noch? Da darf aber gerne auch mehr mit rein. Ihr wisst, das ist wichtig für den Algorithmus und sowas. Und auch bei YouTube und was weiß ich, wo ihr uns hören könnt. Schreibt doch mal was in die Kommentare direkt zur Folge. Das hilft uns. Ja. Schreibt's in die Kommis. Jo. Und einen Daumen nach oben und so. Aber die Glocke, immer die Die Glocke, Glocke, die Glocke nicht genau. vergessen. Genau. Herrschaften, bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Batman News Badcast ist ein Podcast-Projekt von Fans für Fans. Batmannews.de und der Badcast stehen nicht in Verbindung mit Warner Bros. Oder DC Comics.